Moin, moin, ihr Lieben. Mir gegenüber sitzt Björn. Guten Morgen, guten Tag oder gute Nacht von mir. Mir gegenüber sitzt Seba. Und gemeinsam sind wir die Sesselwisser. Da sind wir wieder. Ein letztes Mal für diese Season. Die Profi-Challenge, die letzte Show von Let's Dance 2024 am 31.05. ausgestrahlt. Die 13. Show, die Profi-Challenge. Schön, dass es die Show gibt. Deutschland ist auch das einzige Franchise, was eine Profi-Challenge hat. Ansonsten gibt es das ja gar nicht. Von daher ist es ja auch nochmal richtig schön, dass dieser Sport, der Tanzsport, halt dann doch so gefeiert wird, ne? Also ja, so eine Plattform halt bekommt, ne? Ja, würde mich, also die Gründe, warum es diese Show gibt oder wie das entstanden ist, das würde mich mal interessieren. Und es muss sich ja auch von den Einschaltquoten her richtig lohnen. Also da weiß ich gar nicht, da gibt es bestimmt eine Seite, das muss ich mir auch nochmal angucken, weil sonst würden sie ja nicht einen Freitagabend dafür belegen, wenn sich das nicht lohnen würde. Von daher muss das ja schon eine Show sein, die echt ordentlich geguckt wird. Und ich sag mal so, es war jetzt von 13 Shows, finde ich, die beste Show. Ja, also es waren halt einfach fantastische Choreografien. Das war jetzt fies, Entschuldigung. Deutschland schafft es halt einfach, ihre Tänzer zu den Stars zu machen. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, wie es in den anderen Ländern ist, aber es ist mir dieses Jahr durch den Podcast wahrscheinlich auch aufgefallen. Es kann aber auch durch unsere Herangehensweise gewesen sein, weiß ich nicht. Aber ich fand, dieses Jahr wurden für mich die Tänzer wirklich zu den Stars. Das kann aber, wie gesagt, durch die Sesselwisser gekommen sein. Ja, ich finde, also ich habe, mein Gefühl sagt mir, und auch gerade seitdem es diese Profi-Challenge gibt, dass das immer mehr wird. Und dass sie merken, oder das RTL merkt, oder Let's Dance, wer auch immer das erfunden hat, dass der merkt, okay, in Deutschland ist es halt, läuft es halt ein bisschen anders, ne? Dass die Leute doch sehr, die Zuschauer doch sehr auf die Tanzprofis auch, dass sie einen großen Stellenwert haben beim Publikum, sagen wir es mal so. Und ja, das ist doch schön, dass sich dann auch ein Sender, ein Unternehmen, wie gesagt, die können ja nicht einfach machen, was sie wollen. Das muss ja alles abgesprochen sein mit dem, der es erschaffen hat, denke ich mal. Dass das Platz findet, ist halt so schön. Und die Show heute war halt wieder der Beweis dafür, dass das richtig ist, dass das gemacht wird. Absolut. Aber es setzt natürlich auch die Produktion unter Druck, kam mir so der Gedanke, Persönlichkeiten an Profitänzern zu finden. Ne? Also du kannst ja nicht jeden x-beliebigen Profitänzer dahinstellen, der muss halt auch eine Persönlichkeit haben, die da reinpasst, so wie Anastasia. Einigen fällt es sicherlich schwerer, einigen eher leicht. Oder auch eine, die sich entwickelt, ne? Ja, absolut. Malika, bestes Malika, Beispiel. Maria, Alexandru, ne, dass man auch da... Ja, Patricia auch. Ja, und Alexandru ist halt ein Musterbeispiel, ne, dass man da auch wirklich gesagt hat, ach komm, mach nochmal und mach nochmal. Jetzt das dritte Jahr machst du auch noch, wir glauben an dich, ne? Weil ist ja auch nicht selbstverständlich. Und es lag ja nicht unbedingt an ihm, dass er die ersten zwei Shows nicht weitergekommen ist. Also die ersten zwei Jahre, ne? Die hätten ja auch sagen können, nee, komm, also da holen wir uns mal jetzt einen anderen. Und die haben ja auch an ihm geglaubt. Das ist ja auch, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber ja, alles gut. Was ich damit sagen will, ne? Ja, alles gut. Aber es ist halt, nicht jeder ist, sage ich mal, der Star, der im Vordergrund steht, von den Tänzern her, aber es sind halt viele wichtige Persönlichkeiten. So, Vadim ist jetzt ja auch erstmalig ins Finale gekommen und der hatte auch einen langen Weg bei der Let's Dance. Für die meisten ist er auch erst wirklich aufgetaucht durch Nicolas Puschmann. Und da war er, du verstehst es nicht, ne? Du willst es nicht begreifen, dass er da auch schon im Finale war. Ja. Ja, ja, okay, aber Finalisten sind für mich die ersten beiden. Ja. Das ist aber ganz neu jetzt, mein Lieber. Nein, alles gut. Egal, ich versuche mich rauszureden. Ja, ich merke das schon. Ich vergesse das tatsächlich immer. Mascha oder Maria ist zum Beispiel ja eine Persönlichkeit, die schon mehr im Vordergrund steht, aufgrund ihrer Art und so. Auch wenn sie bis jetzt nicht so irre weit gekommen ist, ist sie doch ein wichtiger Bestandteil geworden. Ja, das stimmt. Heute sehen wir ja zum Beispiel auch noch Anjay, der ja die Staffel nicht dabei war. Der ist auch ein wichtiger Bestandteil, aber auch kein herausragende Persönlichkeit von der Wahrnehmung der breiten Masse. Also für uns beide ja, aber für viele halt nicht unbedingt. Aber er ist trotzdem wichtig. Ja,
Und ein schönes Beispiel finde ich halt auch Paul. Ne? Paul war vor etlichen Jahren ja schon mal dabei. Ich finde ja nicht, aber einmal ist keinmal, habe ich ja gesagt damals. Ja, so wie mit Finale, ne? Und ihm das jetzt nochmal zu ermöglichen, jetzt nochmal dabei zu sein und das von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, ne, ist ja auch schön. Also, weil es gibt ja genug, wie wir heute ja auch gesehen haben, genug junge, tolle Talente, die da mitmachen können. Und die haben gesagt, nö, komm, holen wir. Oder wie auch immer das zustande gekommen ist, auf jeden Fall wurde dann entschieden, ja, Paul ist mit in der Show. Ne? Mhm. Also, ja, nee, war, also es war auf jeden Fall eine Show, so wie ich sie mir vorgenommen. Ich weiß gar nicht, wie unser Fahrplan heute ist, bevor ich jetzt anfange. Ne, alles gut. Lass uns mit dem Opening anfangen, bevor ich noch weiter hier drum schwadroniere hier und keiner mehr Bock hat, hier zuzuhören. Ja, fang gerne mit dem Opening an. Gab es überhaupt ein Opening? Oh Mann, das wird ein Horror zu schneiden. Das habe ich mir gerade gefragt. Lass es doch drin. Ja, also heute gibt es natürlich kein Opening, denn die Tänzer haben genug andere Sachen zu tun. Wir reden von 3 Runden, die Tänzer vorbereitet haben. In der ersten Runde gibt es quasi ein Freestyle, eine eigene Choreo zu eigenem Lied und alles selber gemacht. Die zweite Runde ist dann alle tanzen einen kurzen Abschnitt von immer dem gleichen Lied, auch vorbereitet. Und die dritte Runde ist dann das Dance-Off. Da tanzen nur noch 3 Paare, die 3, die quasi in die Finalrunde gekommen sind, zu auch dem gleichen Lied und einem etwas längeren Abschnitt. 1 Minute 30, also 90 Sekunden. Das ist so der Ablauf der Show. Als erstes kamen Vicky und Daniel rein. Die sahen beide wieder toll aus, oder was sagst du? Also bei Vicky, ich habe Vicky gesehen und habe gedacht, ja, save the best for last. Also das war wirklich, das Kleid hat für mich ausgestrahlt. Profi-Challenge, was ganz Besonderes. Weißt du, was ich meine? Also das war so nochmal, jetzt machen wir sie nochmal oder jetzt mache ich mich nochmal extra hübsch, weil ich auf eine besondere Veranstaltung gehe. Mhm. Saisongefühl hatte ich und das fand ich toll. Also wenn ich da noch an die Osterpause denke, ne, was ja eher so ein bisschen halbherzig war und ohne Publikum und die Magic Moments waren das ja der Tänzer und da fand ich jetzt wirklich, das war für mich auf den Punkt. Das war wirklich, ich mache mich was für was Besonderes hübsch und jetzt gehe ich dahin. Das fand ich toll. Das hat gesessen. Ja, und ich finde, an einem solchen Abend hätte Isabel diesen Einzug in diese Ruhmeshalle haben sollen, dann wäre es eine Wertigkeit. Da hatten wir uns ja in der Osterpause drüber aufgeregt. Ja, ich habe mich da schon genug drüber ausgelassen. Ich habe das ja da auch schon nicht ernst genommen, aber gut. Auf jeden Fall sahen alle toll aus. Es war eine schnelle Anmoderation, eine runde Sache, weil wir wollten ja viel Tanz sehen. Und das haben wir auch. Ja, erst war ich so ein bisschen irritiert, dass gesagt wurde, heute ohne Kellen, ohne Punktevergabe. Da habe ich überlegt, war das die letzten auch so schon so? Die letzten Profi? Ja, ne? Ich glaube, es bei der Profi-Challenge noch nie, dass sie bewertet wurden, ne? Ich glaube auch nicht. Aber ich habe es dann ja im Laufe der Show, ich habe ja zu dir gesagt, lass uns auch mal bewerten, aber nach dem dritten Tanz habe ich dann auch gedacht, ja, okay, also das wird hier ja, das aber führt ja zu nichts. Was soll man da bewerten? Also dafür sind wir auch nicht Profi genug. Ich glaube, die Jury hätte sicherlich bewerten können, ne, wenn man jetzt wirklich ganz genau gewesen wäre, hätte man garantiert Fehler, aber dafür sind wir nicht gut genug, auch wenn wir ziemlich viel wissen auf unseren Sesseln. Das rückt halt einfach alles ins falsche Licht. Man will ja, dass die Alleskönner sind. Man will die ja als verdammt gut hinstellen, weißt du? Ja, und das wäre ja auf so einem hohen Niveau gewesen. Da könnten ja wirklich dann nur noch die mitreden, die diesen Tanzsport auch ausüben. Und das sind ja, lass es 10-15% sein, die Show gucken, die sich da ja und ich sag gut mal bis wenig auskennen und sagen können, ja, da haben sie recht gehabt. Also von daher, wie gesagt, ich habe nach dem dritten Tanz gemerkt, nee, also kriegen ja jeder 10 Punkte von mir. Ja, man hätte dann halt einfach in eine Wertigkeit kommen müssen, wo die Jury sagt, okay, wir setzen unsere Standards jetzt ja anders, weil das sind alles Profis. Die kriegen ja auch nicht auf jedem Turnier alle immer ihre 10 Punkte. Die werden ja sicherlich auch ihre 6, 7, 8 Punkte bekommen, weil es halt einfach ein anderer Vergleich ist. Und dann gibt es aber den Otto-Normal-Fernsehschauer, der sagt, oh, jetzt hat aber der Vadim mit der Maria genauso viele Punkte bekommen wie Ann-Kathrin. Weißt du, es gibt Menschen, die differenzieren dann nicht. Ja, und du hast schon recht, was du gesagt hast. Also du kannst es auch nicht machen,
Und dann stößt du sie ja theoretisch von diesem Profisockel runter und das genau. geht ja auch nicht. Das, genau. Von daher keine Bewertung. Habe ich es dann auch verstanden. Was ich aber sagen muss, das will ich jetzt auch nicht bei jedem Tanz und nach jedem Teil sagen. Oder habe ich es gerade schon gesagt? Also dieses, wie 3 Stunden lang diese Profis gefeiert werden, war fantastisch. Ja. Gerechtfertigt mit jeder einzelnen Minute, die da abgespielt wurde. Und ja, obwohl ein sehr schöner Abschluss. Ja, obwohl man schon zwischendurch gemerkt hat, dass auch die Jury einiges sehr gefeiert hat und anderes vielleicht nicht so. Mhm. Also, das stimmt. Auch da gab es einen Unterschied zu spüren. Das Einzige, was mich in diesem Fall, mich hat es sonst nicht unbedingt so gestört, weil es da vielleicht auch um Lieblinge geht bei den Promis. Aber mich hat es hier tatsächlich gestört, dass man von Anfang an anrufen durfte, ohne gesehen zu haben, was einem gefallen hat. Also es stört mich auch in den anderen Shows schon, aber hier nochmal extrem. Ja, ich wollte gerade sagen, das Konzept, das nervt mich ja eh. Was du gerade sagtest mit dem Bewerten und mit dem, dass du es bei der Jury gesehen hast, ich glaube, da geht es aber auch viel um die persönlichen Geschichten. Ja. Kommen wir ja vielleicht nachher drauf noch zu, bei einigen Tänzerinnen und Tänzern. Das, glaube ich, spielt auch eine große, große Rolle. Bei allen. Ja, wollen wir reinstarten? Sehr gerne. Das erste Paar sind Maria und Vadim. Und wie frage ich dich denn heute? Tanzen? Was tanzen die? Das frage ich dich heute. Was tanzen Maria und Vadim und wozu? Na, sie tanzen alle einen Freestyle, wie wir vorhin schon gesagt haben, als erstes. Ja, aber wie heißt der dann? Adam und Eva. Gibt es da ein besonderes Lied? Ich habe keins rausgehört. Okay, weil bei 2, 3 Paaren war ja immer nur ein Lied zu hören, deswegen dachte ich, du hast es vielleicht. Nee, ich habe nicht über Lieder, tatsächlich bin ich nicht über Lieder gegangen. Wir können aber gerne so ein bisschen, im Laufe der Matze haben sie erklärt, worum es im Tanz geht. Darüber könnten wir vielleicht sprechen. Ja, dann sprich. Die haben nämlich ihre Inspiration aus einer Zeichnung von Leonardo da Vinci genommen, von Adam und Eva, und haben im Prinzip die ganze Geschichte von Adam und Eva, von der Geburt Evas zur Verführung durch den Apfel bis zum Exil außerhalb des Paradieses vertanzt. Das war so deren Hintergedanke. Wie sagte Maria so schön, nicht schweinisch. Ja, das war heute an einigen Stellen leider nicht so, aber nicht da. Kommen wir nachher noch drauf zurück. Ja. Ich muss sagen, wollen wir über die Mats auch reden? Ja, das reden wir ja gerade, ne? Ja, mach doch. Sie haben ja noch nie zusammen getanzt. Nein. Nicht mal in den Openings. Anscheinend. Was ich auch wirklich schon eine Leistung fand. Also, hätte es mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, natürlich haben die doch bestimmt schon mal getanzt zusammen. Aber hattest du das Gefühl, die beiden haben sich aufeinander gefreut? Das wäre ja noch sowas, worüber wir bei den Paaren reden können. Gefreut ist, glaube ich, zu viel. Ich glaube, also mein Gefühl hat mir gesagt, ach so, ja, ich kriege Maria und Maria, ja, krieg Vadim. Ja, super, okay, das passt für mich. Also so ein Gefühl hatte ich, ne, dass es passt. Dass es passt, ja. Also sie haben zumindest beide gesagt, sie haben sich sehr gefreut, endlich mal miteinander zu tanzen. Ja, und das, was man natürlich in jeder Matz so fast ein bisschen gehört hat, so, ja, das habe ich mir so gewünscht, das ist ja, das nehme ich ja alles nicht so ernst. Das fand ich aber gar nicht so krass, dass das so viel gesagt wurde. Nee, aber bei den beiden wurde es gesagt und ich habe es ihnen abgenommen, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall hat mir die Paarung, also die beiden haben mir gut gefallen. Ja. Weil ich habe es am Training schon so gemerkt, ne? Weil die waren doch sehr fokussiert. Ja, und sie haben, glaube ich, aber auch, also es war auch nicht bei allen Paaren so, aber die beiden haben schon miteinander die Choreo erarbeitet. Ich glaube, Vadim hat den Grundstein gelegt und das meiste gemacht, aber Maria konnte durchaus sich mit einbringen und hat es auch gemacht. Ja, und es ging um den Sport bei den beiden. Mhm. Ne? Also wir wollen jetzt nicht hier noch nach links abbiegen und nach rechts abbiegen mit irgendeiner Geschichte, was ich ja schön finde, die Tänzerinnen und Tänzer dadurch kennenzulernen, aber es ging doch sehr ums Tanzen und sehr ums Training und das fand ich toll und ich habe leichte Vadim und Jana-Vibes gekriegt, als ich die beiden im Training gesehen habe. Ja, und ich glaube aber auch, ich meine, Vadim ist halt der feste Tanzpartner von Katrin, die wir ja auch kennen und beide sind, glaube ich, sehr
anspruchsvoll, auch was akrobatische Teile und sowas angeht und halt gerade den tänzerisch-sportlichen. Für Maria war, glaube ich, das Akrobatische relativ neu. Sie hat in der Matz gesagt, das ist ganz schön viel. Aber ja, mit ihr kann man das halt machen. Ich wollte gerade sagen, die hat halt Bock drauf, ne? Die ist sich, glaube ich, nicht zu schade für eine Herausforderung und für was Neues. War aber schön. Und während der Matz waren die beiden auch, die hat man ja unten eingeblendet gesehen, auch da waren sie sehr fokussiert, fand ich. Also, ja, da achte ich tatsächlich nie drauf. Da habe ich ein bisschen ab und zu mal hingeguckt und das war bei den beiden schon krass. So, ja, zum Tanz. Bevor ich es jetzt bei jedem Tanz sage. Also, ich finde die Leute, die da Licht, Technik, die für diese ganzen Sachen da zuständig sind, für diesen fantastischen Hintergrund, für diese Projektion auf dem Fußboden, für das Feuerwerk, für alles Mögliche, die man nicht sieht. Also die haben heute ja wirklich, ich weiß nicht, was die genommen haben, aber die haben sich ja heute komplett ausgetobt. Das war ja so fantastisch. Ja, obwohl es Tanz, finde ich. Also, ja, aber ich fand in diesem nochmal ganz besonders. Ja, und das habe ich nachher beim dritten Tanz auch gemerkt, dass ich da auch immer das Gleiche aufschreibe. Deswegen sage ich es halt einfach jetzt. Es ist also auch immer für mich als Zuschauer perfekt auf die Lieder abgestimmt. Jedes kleinste Lichtflimmern und also die haben da echt richtig viel für mein Gefühl Herzblut reingelegt und haben sich da, wie gesagt, richtig ausgetobt. Es war geil. Es war wirklich geil, was da geboten wurde an Technik. Ja, aber ich fand, wie gesagt, also das, ich habe auch bei fast allen was zu Bühnenbild und Szene und so geschrieben, aber ich fand es hier ganz besonders gut. Mhm. Dafür fand ich hier das Outfit mit am schlechtesten. Das stimmt. Ich fand, das war mir ein bisschen zu plakativ. Zu einfach. Ja, die Outfits fand ich jetzt auch nicht die besten. Also für die, die es nicht gesehen haben, Vadim hatte im Prinzip einfach eine beige, gelblich-braune, keine Ahnung was, Anzughose an, mit ein paar Blättern und Blumen draufgeklebt. Und Maria hatte eine sehr kurze Panty in braun und ein Bustier in braun und da halt ein paar Sachen draufgeklebt. Das hätte man deutlich besser machen können, finde ich, für Adam und Eva. Es passte, aber es sah ein bisschen nach Schulproduktion aus, vom Kostüm in diesem Fall. Ja, das stimmt. Und wie wir wissen, kann das Outfit ja auch was mit dem Tanz machen. Ja, was mir hier gleich aufgefallen ist, das ist ein ganz anderes Kaliber, wenn da zwei Profis auf der Bühne sind. Ne? Das ist so geil, wenn man mal sieht, wie die tanzen, wenn sie nicht darauf achten müssen, dass sie einen Tanzpartner, eine Tanzpartnerin haben, die es nicht wirklich können, die es gerade lernen. Mhm. Das fand ich auch das Schöne an der ganzen Show, dass man das gesehen hat. Und ja, zu dem Tanz jetzt, ich hatte, obwohl mir Adam und Eva ja so ziemlich egal sind und die Bibel, ich hatte wirklich einen leichten Kloß im Hals, weil ich es doch von den Tänzen her, von der Emotionalität her, die Musik, fand ich es doch wirklich sehr, sehr schön, was da gezeigt wurde von den beiden. Ja, mir ist halt aufgefallen, also sie haben sehr, sehr viele Tänze immer mal wieder reingebaut, was ja auch typisch Vadim ist. Ich fand, sie waren extrem beieinander und synchron, gerade in den Contemporary-Teil. Die Geschichte kam sehr gut rüber, die Stimmung war toll. Doch, das war schon einfach hammergeil getanzt und choreografiert vor allem. Und ich fand für die erste Nummer auch, ich weiß, man kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, ne? Weil ich habe auch mal irgendwas versucht aufzuschreiben, aber ich habe nur so gedacht, ja, ich freue mich auf den Rest der Show, weil das war wirklich grandioses Opening, was die beiden da hingezaubert haben. Dann lass uns dann lass uns doch weitergehen, bevor wir jetzt noch 30 Mal sagen, wie toll das war, diese Nummer. Wir werden wir garantiert noch öfter zu anderen Nummern sagen. Ja, willst du auf die Jury eingehen oder? Können wir gerne machen, aber also ich habe da immer nicht viel aufgeschrieben. Mozzi hat besonders das Storytelling gelobt, was in diesem halt auch sehr wichtig war, in diesem Tanz, in dieser Choreo. Und Herr Lambi hat das gemeinsame Tanzen und die Gefühle gelobt. Kocher hat einfach nur gesagt, es war ein gutes Opening. Kocher hat allgemein nicht so wahnsinnig viel Sinnvolles gesagt heute, fand ich. Naja, aber dafür, dass die beiden zum ersten Mal jetzt so zusammengetanzt haben, war das doch ordentlich, ne? Und, absolut. Ich glaube, unser nächster Teilnehmer, Fabian, wird ja gefragt, wie lange es eigentlich dauert, so eine Choreo bis in die letzte Fingerspitze zu lernen, hat er ja gleich gesagt, Monate. Ja. Wenn man mal sieht, was die so, ja, die beiden
Vadim und Maria kennen sich, aber halt nicht tanzmäßig, ne? Die wissen, sie weiß nicht, kann ich mich auf den Typen verlassen? Er weiß nicht, was kann ich ihr alles zumuten? Vertraut sie mir? Ist ja auch in 4 Tagen, ist ja auch eine Leistung, was da alle Tanzpaare da hinter sich haben, ne? Also da musst du ja auch erstmal auf dem Level sein und nach 4 Tagen ist das schon ordentlich. Und das ist ja was anderes, wenn du siehst, wie jetzt, ich bin jetzt mal Vadim und ja, ich sehe Maria tanzen, ist ja was anderes, als wenn ich mit ihr tanze dann. Und absolut, auch andersrum, ne? Das ist das Vertrauen, was du da aufbaust in der kurzen Zeit oder aufbauen musst, das ist schon enorm. Ja, und das ging ja aber allen Paaren so. Fast allen. Möchtest du was zu dem Feigenblatt sagen? Nein, möchte ich nicht. Möchte ich, ja. Nee, müssen wir nicht. Ja, können wir. Ja, weiß ich nicht. Also so ganz kann man es dann doch nicht lassen mit diesen Schlüpfrigkeiten. Ich finde es bei Jorge gut, dass er dieses Jahr da wirklich echt zusammengerissen hat, was das angeht. Aber ich finde, Herr Lambi wird immer schlüpfriger. Ich weiß gar nicht, warum. Ob er das aus Provokation macht oder es gehört halt einfach nicht dahin. Das stimmt. Das können sie in der Aftershow-Party machen oder in den Werbepausen. Ja. Es gehört, ja. Ja, es nervt. Wollen wir zum zweiten Tanzpaar kommen? Sehr gerne. Malika und Fabian. Fabian Teschner, ich sage jetzt den Nachnamen mal dazu, weil den kennen wir, noch nicht. Was haben die uns denn gezeigt? Die haben eine Choreografie gebaut, die heißt Stay Strong. Und zwar war die komplett zu Survivor von Destiny's Child. Gut. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, Fabian Malika natürlich, ne, Let's Dance-Gewinnerin, 24, letzte Woche gewonnen. Letztes Jahr Fabian, die Profi-Challenge gewonnen. Genau, letztes Jahr mit Joel zusammen die Profi-Challenge gewonnen. Fabian, ein neues Gesicht. Es wurde, glaube ich, gesagt, dass er auch schon mal im Opening mitgetanzt hat, kann das sein? Ja, er hat schon mal im Hintergrund mitgetanzt, haben sie gesagt. Ja, ist mir nicht. Aber im für Kopf Malika geblieben. Kein neues Gesicht. Genau, die kennen sich schon ewig. Als Konkurrenten. Genau, haben gegeneinander getanzt, ganz viel. Auch noch nie zusammen getanzt. Fabian, ja, erstmal herzlich willkommen. Sehr, also mir war er sehr sympathisch. Er wirkte sehr aufgeregt, fand ich. Zum Teil, ich fand ihn auch sympathisch, er wirkte aber sehr aufgeregt. Er hat sich ja auch direkt geoutet als gemobbtes Kind. Ich wollte gerade sagen, er hat gleich eigentlich, wie sagt man so schön, ja, blank gezogen, ne? Also emotional, ja. Wie schwer es ist, als Junge dem Tanzsport so ergeben zu sein. Das ist wohl nicht leicht, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ist dadurch leider zum Mobbingopfer geworden. Und ich finde, es gehört schon viel dazu, das direkt so zu erwähnen. Mutig. Ja, und egal, was jetzt wieder wahrscheinlich einige schreiben werden. Ich finde, das hat jetzt nichts mit auf die Tränendrüse drücken zu tun. Im Gegensatz finde ich es eher wichtig, dass das angesprochen wird. Ja. Dass Jungs und Mädels, ja, im Tanzsport Mädels wahrscheinlich weniger, aber dass gerade Jungs dann auch sehen, ach, guck mal, wo der jetzt ist. Der ist jetzt da in dieser Show und der hat genau die gleichen Probleme gehabt wie ich. Aber der hat durchgezogen, weitergemacht und dann kannst du halt auch weit kommen. Und er hat ja auch viel gewonnen, was die beiden erzählt haben. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Deswegen finde ich schön, dass sowas erzählt wird, weil sowas kann ja nur ermutigen. Absolut. Und Malika hat ja aber auch noch gesagt, und darauf zielte halt auch deren Choreo ab, auf Fabians Mobbing-Erlebnisse und wie es ist, einfach seinen Traum zu verfolgen. Deswegen stay strong, bleib stark, bleib dran. Auch als Tänzerin ist es ein harter Weg. Man verzichtet viel, sie kann sich nicht erinnern, auf sehr viel Kindergeburtstagen gewesen zu sein. Ihr war es immer wichtiger, im Tanzsaal zu stehen und auf Turnieren zu tanzen und so. Das ist schon, wenn man so passioniert ist, für alle, glaube ich, nicht leicht. Nö, das stimmt. Ja. Aber auch bei Malika sieht man ja, wohin es einführen kann, ne? Mhm. Es ist, also auch als Frau, ne, dran zu bleiben. Ja, als Kind verstehst du das wahrscheinlich noch nicht, aber nachher später, wenn du erwachsen bist, dann ja, siehst du ja, was dabei rumkommt, ne? Absolut. Ja, der Tanz. Und übrigens finde ich, die beiden passen auch. Also es war eine schöne Chemie bei den beiden. Ja, fand ich auch. Und also man hat gemerkt, sie sind sich nicht fremd. Man hat gemerkt, dass sie einander respektieren. Ja, ich fand das hat gut gepasst. Das ja. Fand ich sehr schön. Ja, das Einzige, was wenn wir jetzt schon zur Choreo kommen wollen, oder hast du noch was zur Mats?
Das Einzige, was ich nicht so ganz so schön fand, das wurde in der Matz auch schon angesprochen, dass das eingebaut wird. In der Choreo gab es einen Jumpstyle-Part, was anscheinend ja Fabians Gimmick war, was er noch zeigen wollte. Und Malika stand halt nur hinten und hat mit den Armen gewabert, weil sie auch in der Matz ganz klar gesagt hat, ich kann das halt nicht. Würde ich halt nicht machen. Also das, wenn das beide können und Bock drauf haben, ja, aber es ist ein Duo-Ding, na, ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Nö, ich fand das ganz cool, mal was anderes auch zu sehen. Also das habe ich bei Let's Dance, glaube ich, noch nicht gesehen. Also. Nee, ich auch nicht, aber ich finde, es hätten dann beide machen müssen. Okay, das sehen wir dann anders beide. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich fand es ganz cool. Erstmal, was für ein geiles Lied. Was für ein geiler Remix die ganze Zeit durch. Mit den langsamen Passagen, mit den schnellen Passagen, mit den lauteren und leisen Passagen. Also es war, der Remix war richtig gut. Und was ich der erste Teil war ja so langsam. Mhm. Malikas Kleid und die Beleuchtung vor allen Dingen eine große Rolle gespielt. Ich fand, es sah so aus, als wenn sie sich unter Wasser bewegen. Ich hatte die ganze Zeit so ein Unterwasser-Vibe. Echt? Ja. Als wenn die beiden Gewichte an den Füßen haben und irgendwie auf dem Grund vom Schwimmbad tanzen. Okay. Durch die Bewegung vom Kleid und durch das blaue Licht. Und das hat mich so verzaubert. Das fand ich so krass. Und Fabian fand ich, Malika brauche ich nicht zu sagen, keine Frage. Top, top, top. Und ich fand Fabian dafür, dass er das erste Mal auf dieser Bühne steht, das hatten wir ja schon mal, ne? Ein paar Millionen Zuschauer ist ja jetzt auch nicht so ohne. Ich fand ihn richtig stark. Ich fand ihn richtig, richtig stark. Fand ich auch. Also ich fand die Choreo mega gut. Ich fand diesen Kontrast zwischen hart und weich total gut. Ich fand auch deren Outfits übrigens sehr gut. Beide Outfits. Mhm. Die Stimmung war mega krass. Und die Message kam halt auch rüber, ne? Dieses stark bleiben, dranbleiben. Mal ein Tief, dann wieder ein Hoch. War alles eine sehr, sehr runde, tolle Sache. Mich hat bloß der Jumpstyle gestört, weil Malika den nicht mit... Nee, wie gesagt, mich hat er gar nicht gestört. Ja. Ich fand Fabian richtig gut. Und das wäre so einer, wo ich jetzt sagen würde, ja, den würde ich gerne nächstes Jahr auch mal im Profi-Cast sehen. Ja, ich glaube aber auch, das war das Ziel. Ja, das denke ich auch. Also, ne, dass er halt auch diesen Jumpstyle gemacht hat und so ihn wirklich kennenlernen und sich quasi auf ihn freuen. Malika hatte jetzt Werbung gerade nicht nötig. Die hat die letzten Jahre viel Werbung bekommen und konnte jetzt dieses Jahr damit punkten. Und jetzt war halt der Nächste dran, den sie in Szene gesetzt hat oder der sich in Szene setzen durfte. Das hat er ja auch selber getan. Doch, war eine tolle Sache. Ja, und... Und Fabian war auch sehr emotional. Ja, und braucht sich auch vor den anderen Profitänzern, also braucht sich da nicht verstecken. Also, nein. Ist ein toller Mann. Also hat mir sehr gut gefallen, was er da gezeigt hat. Von Matz bis Tanze. Also richtig gut. Die Jury fand das übrigens auch. Also Roche hat die Musik besonders gelobt. Die war auch wirklich toll. Ja. Und die Choreo und der ganze Aufbau der Choreo, das war wirklich gut. Mozzi kennt Fabian wohl schon sehr lange und hat ihn trainiert eine Zeit lang. Stimmt, das war, und meinte, das war da, wo sie gesagt hat, oh, ich kenne dich noch, da warst du so klein. Ja, und sagt jetzt, er ist ein tolles Vorbild für deutsche Jungs, zum Tanzen zu gehen. Gebe ich ihr recht. Hat nochmal Malikas Talent gelobt, das ist einfach ein Naturtalent. Und Herr Lampi fand es einfach auch toll und meinte, die beiden waren so schön zusammen und so. Ja, bis dahin mein Lieblingstanz. War ja auch erst der zweite. Wir reden aber schon für 7 Tänze gerade. Kommen wir zum Tanz Nummer 3. Ekat und Paul. Was haben die uns gezeigt? Mr. and Mrs. L. Paul Lorenz, Ekaterina Leonova. Mr. and Mrs. L. Hat bei mir 2 Sekunden gedauert. Ich denke, das begriffen habe. Es war sehr eindeutig eine Anlehnung an Mr. and Mrs. Smith. So eine Hassliebe. Ja. Und das hat bei den beiden anscheinend ja auch einen Grund. Ja, die waren nämlich vor 10 Jahren nicht nur ein Tanzpaar, sondern ein sehr erfolgreiches Tanzpaar, sozusagen. Und waren halt auch im Privaten ein Paar. 5 Jahre lang waren sie Tanzpaar und privates Paar. Und dann kam, glaube ich, eine nicht ganz so schöne Trennung. Ja, das war mal eine emotionale Bombe. Aber gut, hätte man sicher auch denken können, dass das passiert. Ich weiß, es wurde ja ausgelost, weil im ersten Moment, als ich gesehen hatte, letzte Woche,
wer zusammen tanzt, habe ich erst gedacht, auf RTL, auf dich ist Verlass, aber es wurde ja tatsächlich ausgelost. Von daher, ne, kann man da jetzt ja gar keinen Vorwurf machen. Ich fand in der Mats schön, Ekat mal so ein bisschen zerbrechlich zu sehen. Das ja, ich habe sie auch ganz anders wahrgenommen als sonst. Das hat sie mir noch sympathischer gemacht und für mich hat das viel für den Tanz getan, weil sie im Tanz ja auch dann nachher so stark war. Also das, ja. Ich fand die Seite von ihr mal kennenzulernen, fand ich sehr schön. Man sagt ja immer so schön, wenn man Schwäche zeigt, dann wirkt man auf jeden Fall stark. Und es hat sie mir näher gebracht. Oh Mann. Warte, es geht los wie in der ersten Folge. Ja. Das hat sie mir näher gebracht. Ja, aber anscheinend, also ich will jetzt nicht hier groß die Brigitte der Frau und Bild der Frau raushängen lassen, aber anscheinend hat deren Beziehung und vor allem deren Trennung sehr viel für die beiden bedeutet. Denn das war das Ende der Karriere, zumindest bei ICAT. Ich habe jetzt hier so ein bisschen nachgeforscht. Die haben sich wohl 2015 getrennt und ICAT war das letzte Mal hat das letzte Mal einen Sieg gehabt, 2013 mit Paul. Ist dann direkt zu Let's Dance. Paul ist hinterhergekommen zu Let's Dance. 2015 seine einzige Staffel. Und dann kam die Trennung und er ist von Let's Dance abgehauen und sie hat nicht mehr getanzt. Zumindest nicht erfolgreich. Ja, auf jeden Fall hat man gemerkt, dass die beiden, wie soll ich sagen, dass da noch was ist. Aber das ist so ein Paar, was wahrscheinlich realistisch ist und sagt, okay, wir tun uns wir mögen uns, wir lieben uns wahrscheinlich, vielleicht sogar noch, aber wir tun uns in der Beziehung nicht gut. Ne? Und dann ist es doch auch sehr erwachsen zu sagen, da müssen wir eben privat getrennte Wege gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es nach dieser Show wieder eine große Liebe geben wird, was natürlich schön wäre für beide, aber ich glaube, sie sind so reflektiert und so erwachsen genug, dass sie das wissen. Und das kam ja auch sehr deutlich raus in der Mats, ne? Dass gesagt wurde, wir lieben uns jetzt auf eine andere Art. Wir konnten nicht mit und wir konnten aber auch nicht ohne. Ja. Und das hat Paul, den habe ich ja in dieser Staffel auch, der ist mir da auch ans Herz gewachsen und das hat ihn mir auch nochmal sehr, sehr sympathisch gemacht, obwohl ich ihn ja schon sehr gerne mochte. Ja, toller Tänzer. Und was für ein Tanz von den beiden. Ja, also vor 3 Wochen hätte ich noch gesagt, das ganze Feuer und so, der ganze Ablenkungskram. Aber hier war es natürlich, also ich habe kaum auf den Hintergrund geachtet. Ich habe gesehen, dass es toll aussah. Aber die beiden, die hatten mich. Das und sie haben halt, mega. Also sie haben im Prinzip einen kompletten Tango getanzt. Da war nicht viel anderes dabei. Und, Tango und Slow Fox. Und das war schon echt Hammer, dass ein so klassischer Standardtanz, gerade auch von ICAT, die ich so einfach nicht, ich kenne sie nicht so. ICAT ist für mich immer so eher ein bisschen mehr Show und drumherum und bla 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 nebenher und so, aber nein, das war purer, wunderschöner Tanz von den beiden. Ja, weil ich aber auch, das was ich vorhin schon sagte, weil sie sich halt, Paul ist halt auch ein Profi und sie kann sich da fallen lassen, sie kann sich auf ihn verlassen. Es geht nicht um Punkte, wo sie noch irgendwie gucken muss, dass sie irgendwelche Schritte mit einem Lächeln kaschiert bei ihrem Tanzpartner, sondern die konnte sich komplett einmal aufs Tanzen einstellen, ohne. Naja, und sie ist es gewohnt, mit ihm zu tanzen, ne? Sie kennt ihn. Naja, okay, die haben jetzt aber auch 10 Jahre nichts getanzt zusammen, ne? Also. Naja, trotzdem. Also, trotzdem kennst du ja diesen Menschen und weißt, dass du dich hundertprozentig verlassen kannst auf den. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber auch da, ne, wenn der Profi mal frei ist von diesem Gedanken, ich muss Punkte holen, ich muss hier was kaschieren, ich muss da gucken, dass die Jury auf mich guckt und die Zuschauer, wenn die mal frei davon sind und einfach nur tanzen, das ist so geil. Es ist so, so geil. Und die hatten ein so krasses Tempo in ihrem Tango drin und so eine Agilität. Also allein schon dieser Trick, wo ICAT dann auf dem Tisch stand und Paul das Tuch unter ihr rausgezogen hat, während sie gesprungen ist. Das ist ja so viel Vertrauen, was du da haben musst. Das hätte böse schief gehen können. Ja, also, und ich habe ICAT noch nie so viel Spaß beim Tanzen angesehen. Mhm. Die hatte echt Spaß. Und ja, ich habe, glaube ich, sogar das letzte Mal noch gesagt, in Bezug auf Detlef, dass ICAT eher immer so ein bisschen nicht so ganz authentisch ist. Aber heute fand ich sie super authentisch, so emotional, so sensibel, toll, ja, Hammer. Aber darüber hatten wir ja auch schon mal geredet. Vielleicht ist das auch ihre Rolle dann, ne?
die sie dann in der normalen Let's Dance Staffel, Show 1 bis 12, die sie dann für sich entwickelt, performt, spielt, wie auch immer. Um ja, vielleicht ist sie da auch einfach so reingeraten, ne? Ja. Ja, nee, aber sehr schön, sehr schön. Und Paul mal wieder bewiesen, wahnsinniger Tänzer. Ja. So. Hammer. Auch die Jury ist ausgeflippt. Die waren total fasziniert. Rocher hat die Inszenierung gelobt. So viel Drama, sexy. Und auch Herr Lambi und Mozzi haben halt gerade dieses gelobt, dass es halt wirklich in Anführungszeichen einfach nur ein Tango war, der aber so toll performt wurde. Und Mozzi meinte, das lässt sich, hat die beiden halt jetzt rausstechen lassen. Das ist halt kein moderner Freestyle mit hier nochmal und da Contemporary. Nein, ein Standardtanz kann so viel Emotion und so viel rüberbringen, dass man halt hervorsticht. Wir müssen auch mal zu so einer Weltmeisterschaft fahren. Ja, die sind ja meistens nicht groß besucht. Ja, guck mal, umso lauter sind wir und vielleicht kriegen wir ja mal einen Interviewpartner für den Podcast. Bis jetzt 3 geile Tänze. Mal gucken, ob der 4. auch so geil wird. Nämlich Anastasia und Yevgeni wurden ausgelost. Was haben die uns denn geboten? Die haben eine Choreo gemacht zu Dracula, The Story of True Love. Yevgeni hat das in der Mat sehr ausgiebig erklärt. Ja, die Vorgeschichte. Stimmt. Die Vorgeschichte. Aber ja, Yevgeni, toll, dass der da ist wieder. Ich mag den unheimlich gerne. Und auch die Verpartnerung. Ich habe erst gedacht, boah, das wird aber ein ganz schön quirliger Haufen, die beiden. Aber nee. Ja, Yevgeni ist erwachsen geworden. Ja, glaube aber eher, dass das aus traurigem Anlass ist. Ja. Aber nee, die beiden haben so viel trainiert und schön trainiert. Und ja, Yevgeni ist halt einfach. Und wenn man mal wissen will, wie der wirklich durchzieht, wenn er was will, gerade auch was Tanzen angeht. Auch hier, ich weiß nicht, ob es noch zu sehen ist. Das war das auch Lambis Tanzduell, wo er irgendwo in Peru? Ich glaube Peru, ja. In den Appalachen, weiß ich, wo er war. Und da diesen einheimischen Tanz gelernt hat, wo sie sich, oh, mit wem war er da? Mit Robert Balch? Nee. War es nicht mit Valentin? Nee. Nee, das war mit, der hatte einen Bart und oh, der hat auch mal bei Let's Dance Feuer getanzt. Oh, Schande auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt. Das heißt es ja. Haben wir ja letzte Woche gelernt. Mit Sergio, glaube ich. Der hat aber keinen Bart. Sergio hat Glatzkopf. Es gibt, ja, der ist das doch auch, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall mussten die sich irgendwie auf den Rücken fallen lassen. Und das hat er so lange geübt, bis ihm das nicht mehr wehgetan hat. Und also der zieht echt durch. Und das Training war echt toll. Und die haben beide richtig gut zusammengepasst. Absolut. Also ich finde halt, Yevgeni umgibt immer sowas Mystisches. Ich finde ihn toll. Ich mag ihn auch sehr. Er ist ein toller Tänzer. Aber er hat so eine Spur von einen Schritt zu weit gehen manchmal vielleicht. Ich kenne nun auch seine Hintergrundgeschichte so ein bisschen. Er hat manchmal was Gefährliches, finde ich. Ich glaube, er hat sich hat sehr, sehr viel an sich gearbeitet in all den Jahren jetzt. Ja, das ist so die, ich stehe jetzt am Rand der Klippe, aber mal gucken, ob ich noch einen Schritt gehen kann. Und dann mal gucken, ob ich fall. Das ist so dieses Extra, was er immer noch macht. Und ja, aber das sieht man ja auch zum Beispiel jetzt im Training mit Anastasia, wo sie auf einmal dann ihn anguckt, was machst du gerade mit mir? Ne? Also, und ihm macht es einfach unglaublich Spaß, nochmal über diese Grenze hinauszugehen. Und da treibt er auch jeden an seiner Seite mit hin. Und manchmal musste er, glaube ich, lernen, dass man das nicht von jedem erwarten kann und verlangen kann, ohne vielleicht mal zu fragen. Ja, das, ja, also auf jeden Fall sehr. Ja. Ihn umgibt so eine Düsterheit manchmal, aber fantastisch. Ja, und auch, wenn wir schon zum Tanz kommen wollen. Mhm. Ich wollte erst einen Counter starten, wie oft die sich in seinen komischen Fransen da verheddern. Nicht einmal. Nicht einmal. Nee, Musik mega, hier auch wieder Bühnenbild, Licht. Ja, die ganze geil. Atmosphäre mit dem Nebel und so. Ja, was soll ich sagen? Yevgeni ist, wenn der tanzt, finde ich, tanzt er immer 180%. Ja, und deswegen passt Anastasia so gut zu ihm. Ja, und auch dem ist, glaube ich, auch ein Stück weit egal, wie manches aussieht, ob das jetzt irgendwie komisch oder merkwürdig aussieht. Der macht halt einfach, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und auch, ja, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich es beschreiben soll. Was anderes, er tanzt halt auch aus, ne? Er tanzt so richtig schön aus, bis in den kleinen Finger. Und auch wenn es mal vielleicht, für mich ja nicht, aber wenn es für andere auch vielleicht mal ein bisschen weiblicher aussehen könnte, wie er sich bewegt, das ist dem egal. Der macht es halt einfach, weil es dieser
Tanzsport ist. Und das finde ich so toll bei dem, dass der macht halt einfach. Ja, und es passte halt jetzt auch mega gut, ne? Es hat manchmal was, wenn er sich so bewegt. Und ich habe ja vorhin schon diese Düsternis und so erwähnt. Es hat was Kreaturiges, was Dämonisches, wenn er manchmal tanzt. Und es passte einfach alles wie die Faust aufs Auge. Es war Hammer. Ich fand, die erste Hälfte konntest du nicht mal wirklich sagen, okay, es ist Musik. Das waren ja zum Teil nur Sounds, auf die sich bewegt haben. Das eine Hammer-Choreo. Also absolut. Ja, und auch wie Anastasia sich drauf eingelassen hat, ne? Also, die hat ja super mitgehalten und die war zackig und die war schnell und ja, die haben sich ja auch verknotet auch da in den Hebungen. Ja, und das hatte er ja auch schon an ihr gelobt oder hatte er ja schon gesagt gehabt in der Matz, ne? Er sagt, Anastasia, die kenne ich und die ist so schnell und das ist so geil. Ja, das hat halt echt gepasst, ne? Das war richtig, richtig groß, was die da gezeigt haben. Ja, und auch viele Tänze reingebaut. Also ich habe erkannt, Rumba, Paso, Walzer, krasse Stimmung, wow. Und das hat aber auch die Jury so gesehen. Ja, und die Jury stand das erste Mal an dem Abend. Fand ich nochmal eine Ansage von der Jury. Und hat die Jury ja, glaube ich, auch gesagt, ne, dass die Tänze bis jetzt alle toll waren, aber dass das jetzt wirklich Ausnahme war. Ja, es ist schade, ne? Man kann es gar nicht irgendwie in Worte fassen, ne? Was da so heute passiert ist. Teilweise. Teilweise, ja. Es tut uns leid für das Gestotter manchmal. Ja, das ist wirklich schwierig. Also, falls ihr das nur hört und nicht seht, also guckt euch, versucht euch diese Profi-Challenge anzugucken, weil das ist wirklich, es ist ein ganz anderes Level von Tanz, was man in den letzten 12 Shows gesehen hat. Es haut einen vom Hocker. Man sitzt wirklich nur mit offenem Mund da. Und teilweise habe ich nur 3 Wörter geschrieben, weil ich nicht wusste, was soll ich jetzt aufschreiben. Ja, auch ein Tanz, der mir sehr, sehr gut gefallen hat heute Abend. Ja, ich habe mich am Ende gefragt, also Mozzi hat ja erstmal Anastasia gelobt, meinte, Anastasia ist ein Stern am Himmel des Tanzsportes und hat ein so krasses Niveau und die beiden zusammen hatten ein Hammerniveau. Und hat dann auch nochmal Yevgeni angeguckt und gesagt, du musst weiter tanzen, egal was ist, du bist so ein Talent, egal was da ist. Und dann wurde er ja mega emotional und ich habe mich nur gefragt, okay, was ist da los? Ich dachte, es geht darauf zurück, weil er ja in der Kindheit auch fertig gemacht wurde, wegen dem Tanzen, ne? Alle sind zum Fußball gegangen und er hat getanzt. Und da wurde er ja auch fertig gemacht für. Und ich dachte, das spielt darauf an. Aber dann sind sie ja zu Vicky hoch. Dann darfst du gerne weiter. Ich dachte tatsächlich, es spielt auf was anderes an. Ich dachte, es gab vielleicht wieder so etwas wie mit seiner Ex-Freundin. Also Yevgeni hat eine ganze Zeit lang nicht getanzt, wegen einer Trennung auch. Und kam dann danach erst zu Let's Dance und so. Also es ist schon ewig her alles. Und ich dachte, da sei jetzt wieder irgendwas. Aber nein, Yevgeni hat vor einem Jahr circa seine Mutter verloren. Die ist gestorben und das hat ihn anscheinend sehr, sehr mitgenommen, verständlicherweise. Und ich hatte das Gefühl, dass er wirklich in einem sehr großen Tief hängt. Er war auch sehr emotional und hat jetzt aber zum Glück das wahrgenommen, jetzt da mitzutanzen und hat gesagt, jetzt erkenne ich wieder, was für ein tolles Gefühl ist zu tanzen. Und seine Mutter hat es geliebt, wenn er getanzt hat. Und er ist froh, dass er das jetzt, er ist froh über jeden Moment, den er so erleben darf. Übrigens war er mit Christina Luft damals zusammen. Das habe ich jetzt absichtlich nicht gesagt, aber okay. Ach so, okay. Ja, die Fans unter uns wissen das doch. Ich hoffe und ich glaube, dass Mozzi das bewusst gemacht hat, um ihm bewusst zu machen, wenn du den Abend hier Revue passieren lässt, dann wirst du sehen, oder wirst du erkennen, dass das das Richtige ist, dass es das ist, was du machen musst. Das fand ich, wenn das Berechnung war von Mozzi, fand ich das sehr schlau und sehr gut. Weil ja, und halt auch wie. Auch, ja, und ich finde auch, der ist ja fast schon Ausnahmetalent. Also ich, ganz toller Mann und Tänzer. Absolut. Als nächstes kam zum Glück dann etwas Aufheiterung. Naja, für die einen schon. Für die anderen war es ja hart an der Grenze. Warum? Das sage ich gleich. Martha und Jolt, was haben die denn für ein schönes Thema zum Tanzen? Die haben den wundervollen Tanzfilm Dirty Dancing vertanzt. Und Björn hasst es. Er kann das nicht hören. Ich hasse Dongsi Dengsi. Du hast es gesagt. Fangen wir jetzt mal mit der Matz an. Jolt und Martha haben sich
haben gesagt, sie wollten unbedingt miteinander tanzen. Sie harmonieren so gut zusammen. Sie lieben die Energie des anderen. Und es passte halt auch wirklich wie die Faust aufs Auge. Was wir ja schon, ich glaube, es war letzte Woche im Finale, ne, wo sie beide getanzt haben. Mhm. Was wir ja schon gesehen haben, dass sie sehr gut miteinander harmonieren. Und aber auch in der Matz passten sie super gut zusammen. So eine von der Arbeitseinstellung, die mussten kaum kommunizieren, die haben einfach gemacht. Martha hat nochmal Dirty Dancing so ein bisschen erklärt, warum sie Dirty Dancing machen. Das war für sie so damals der Grund, überhaupt tanzen zu wollen und so. Ja, und es passt einfach zwischen den beiden. Ja, und die kennen sich ja auch schon gefühlt eine Ewigkeit, ne? Ich glaube, in dem Kosmos, in dieser Bubble kennst du dich halt auch. Also, das schätze ich auch, ob, ja. Ob nun als Gegner oder nicht, also du kennst dich halt, das ist schon... Ja. Ja, fand die Mats auch sehr lustig und aber, also lustig und die gewisse Prise Tanztraining. Also das war schön ausgeglichen bei den beiden. Ja, fand ich auch. Von mir aus können wir auch gerne schon zum Tanz kommen. Hast du da überhaupt was zu aufgeschrieben? Ja. Okay. Es wird eine Prüfung für mich. Und... Naja, eigentlich nur das letzte Lied. Ja, ich meine, ist egal. Ich habe mich drauf eingelassen. Und es ging ja auch nicht darum, es ging ja um die beiden. Und also ich habe auch Joels Beine. Ich weiß nicht, wie schnell man seine Beine bewegen kann. Und da ist mir das erste Mal auch aufgefallen. Ich meine, ich mag Martha ja auch immer. Aber auch, dass die so zackig sein kann. Ja. Das ist ja Hammer. Deswegen ist sie doch Martha Maschine. Ja, ich weiß. Aber natürlich hat man das mit den Promis jetzt auch nicht wirklich gesehen bei ihr. Nee, sie hat ja auch nur Mistpromis gekriegt. Ja. Aber auch Jolt hat ja in der Matz gesagt, Martha, wie schnell kannst du dich denn bewegen? Und wenn Jolt sowas sagt. Ja, ich wollte gerade sagen, und Jolt und Malika, die tanzen ja schon auf 180 PS. Ja. Oder wie man das auch immer sagt. Ja, dann haben die beiden natürlich auch einen Jive-Teil eingebaut in die Choreo. Logisch. Mhm. Hammer. Einfach nur, ich habe aufgeschrieben, Energiebomben pur. Ja, beide. Ja, er war auch Scholt, wenn der tanzt, ne? Oder auch Martha auch. Also die strahlen so eine Freude aus. Und ich meine, das hat es jetzt ja auch hergegeben, ne? Jetzt ja. Der Tanz davor hat es ja, also wenn die jetzt die ganze Zeit gelächelt hätten und es hat ja nicht zum Thema gepasst. Aber ja, als wenn die wirklich die Zeit ihres Lebens gerade haben. Das war so schön mit anzusehen bei den beiden. Das ja, richtig absolut. Toll. Und was mir aufgefallen ist, ich fand die beiden, also die sind alle natürlich musikalisch in ihrem Tanzen, aber bei den beiden ist es mir nochmal extrem aufgefallen, wie krass die mit der Musik verschmelzen in ihrem Körper. Ja. Das war echt Hammer. Das Einzige, ja, die Übung ja nicht so geklappt. Ja, die letzte, die typische Dirty Dancing Hebung hat Martha Maschine leider, Martha, das Klappmesser gemacht. Ja, aber ich glaube auch, weil Jolt sie nicht, ne, wenn du 3 Minuten das gegeben hast an Tanz, ist es schon echt eine Herausforderung, dann noch so eine Hebung da rauszuholen, ne? Also ich glaube, Jolt war auch ein bisschen kaputt. Ja, die haben ja auch schon eine Staffel hinter sich, ne? Ja, und also finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil das, naja, es ist ja vor, oder es kann ja auch sein, dass er ganz anders mit ihr gerechnet hat in dem Moment und die Hebung ganz anders angesetzt hat, ne? Also es gibt ja viele Gründe dafür. Er hat sie nicht hoch genug gekriegt. Sie war zu weit vorne. Ja, und ich fand es halt auch überhaupt nicht schlimm. Nee, es ist ja auch nicht so, dass die beiden umgefallen sind und das total missglückt ist. Sie musste bloß zwischendurch einmal die Beine runter machen, um Gleichgewicht zu halten. Und ist dann ja wieder in die Spannung gegangen. Also es war jetzt nicht dramatisch schlimm. Naja, und im Film fallen sie, glaube ich, auch 70 Mal ins Wasser, ne? Aber nicht bei der Hebung. Achso, doch, ja, beim Üben, ja. Doch, von 1 bis 2 Mal musste ich den Film ja auch gucken. Nicht mit mir. Nö, muss auch nicht sein. Nee, aber trotzdem, trotz allem, obwohl ich das Thema nicht so mag, richtig geil. Ja, energetisch Hammer. Und tänzerisch auch auf jeden Fall. Ob man jetzt das Thema mag oder nicht. Ja, und hier vielleicht auch nochmal die Background-Tänzer mit ins Spiel zu bringen. Die haben auch bei jeder Choreo, wo sie mitgemacht haben, auch die Background-Tänzer, die Namen wurden vorgelesen. Ich war nicht schnell genug, aber auch ihr habt einen großartigen Job geleistet an dem Abend. Ja, jeder Einzelne. Und die Jury war auch sehr begeistert. Sehr gutes, klassisches Tanzen. Oldschool, aber wir lieben es, hat Motzi gesagt. War schon alles echt ganz cool. Ich fand es jetzt nicht, also ich fand es mega, mega gut. Ich mag aber auch Dirty Dancing. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte so, wow, das war überraschend für mich. Ganz im Gegensatz zum nächsten Paar. Ja, das nächste Paar. Ein neues Gesicht wieder. Adeline Castagnon.
Castellon und der gute Andrzej. Andrzej Ziwis. Ja, Ziwis tanzen zu Billie Eilish, No Time to Die, eine Choreo. Ja, ging auch hier mit der Mats los. Ja, Andrzej ist einfach, ich weiß nicht, was der hat, aber ich finde den mega. Ich mag den total. Ja. Und für den würde ich mir halt auch mal, jetzt haben wir wissen ja auch, was er kann von den Profi-Challenges, ne? Aber wenn der 25 wieder mitmachen sollte, würde ich mir auch mal so einen Bombenschuss wünschen für ihn, wie jetzt Malika und Gabriel oder wie Vadim und Jana, dass der mal zeigen kann. Ich will auch mal sehen, wie der so richtig geil beibringt, ne, mit Risiko und mit, ich will, dass der mal eine geile Tanzpartnerin kriegt, eine richtig geile, mit der er ins Finale kommt. Ich war tatsächlich voll überrascht, wie ehrgeizig Andrzej ist, weil ich habe ihn tatsächlich eher als so ein, also bei Let's Dance ist er halt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, er ist immer dabei und er ist auch wichtig, so, aber er ist jetzt nicht eine der herausragenden Persönlichkeiten. Ja, weil man ihn halt nicht genug kennenlernt, nicht lange genug, ne? Ja, du kannst halt nicht, das ist, glaube ich, das, du kannst nicht da 14 Tänzer Stars hinstellen, die sich dann gegenseitig ausbuhlen und wo es dann ein Gekloppe wird um den Sieg nachher, sondern du brauchst halt Leute, die halt auch nicht so, mit nicht so starken Promis zufrieden sind und dann nicht aufgeben. Ja, aber ich finde für Andrzej, mach bitte nächstes Jahr mit, wenn du das hier hörst und bitte RTL-Produktion, wenn ihr das hört, gib dem Andrzej doch auch mal so einen Schuss wie Jana nächstes Jahr. Das wäre toll. Aber wollen wir mal zu Adeline kommen? Ja, die wurde da quasi vorgestellt. Die hat wohl auch schon einmal im Background getanzt bei einer Profi-Challenge. Ja. Ja, was weißt du sonst noch über sie? Ich weiß, glaube ich, nur noch über sie, dass ich mich ein bisschen verliebt habe in sie. Okay. Ich war so positiv überrascht. Die hat mich vom Hocker gehauen mit ihren 20 Jahren und was die da, und schon im Training, wir sind ja noch nicht beim Tanz, aber was die da schon gezeigt hat. Also was sie tänzerisch gezeigt hat, ja. Persönlichkeitstechnisch kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu ihr sagen, dass ich sie jetzt so herausragend fand. Aber tänzerisch, wow. Und ich meine, Andrzej hat halt das meiste gemacht und hat halt immer wieder sie angespornt und gesagt, ja, wir haben eine Profi-Challenge, wir müssen nochmal ein Stück weiter gehen und nochmal ein Stück weiter. Irgendwie 15 Drehungen am Stück hat sie gemacht. Noch eine Hebung und dies eine Hebung, obwohl sie die ganze Zeit, ich habe doch Höhenangst. Aber deswegen meine ich, Andrzej hatte so einen Ehrgeiz, fand ich krass. Und ja, ich glaube, er wollte sie halt auch sehr gut präsentieren. Der hätte er gar nicht machen müssen, hat sie selber für dich schon gemacht. Nee, eine tolle Frau, hat mir, auch die Paarung hat mir total gut gefallen. Aber ich würde sie im Gegensatz wie jetzt zu zum Beispiel Fabian, ja, würde ich bei Adeline jetzt sagen, okay, so wie Maria jetzt noch ein, zwei Jahre und dann mal mit dem Profi. Mit dem Promi. Mit dem Promi, meine ich ja. Entschuldigung, sie ist der Profi. Ja, ich glaube auch, sie braucht noch ein bisschen. Einmal so ein bisschen im Hintergrund alles kennenlernen, weil das hat Maria ja auch gut getan. Die wusste dann ja auch mit Mimi Kraus gleich, hier, das und das machen wir und hier, das will ich haben auf der Bühne. Sodass sie im Hintergrund alles so langsam vorsichtig kennenlernt, dass wenn sie mal einen Promi kriegt, dass sie genau weiß, was sie zu sagen hat, damit sie das kriegt, was sie will. Weil ich glaube, das könnte eine richtig geile Profitänzerin bei Let's Dance werden. Das glaube ich auch, dass sie das wird irgendwann. Aber ich fand, die Choreo war der Wahnsinn. Also, dann kommen wir zum Tanz schon, ne? Ja, wenn das für dich okay ist. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich fand die ganze Bühnenstimmung, alles war in Rot, die waren rot angezogen. Es war so eine krasse Stimmung und ich habe Andrzej noch nie so krass tanzen sehen und Adeline logischerweise auch nicht. Eine Wahnsinns-Choreo fand ich. Ja, so ein Tempo, so spezielle Sachen. Wow. Ich fand auch schon so der Anfang auf der Empore. Danach hätte auch Schluss sein können. Da hätte ich auch schon, war ja zum Glück nicht danach Schluss, weil natürlich hätte ich noch mehr sehen wollen, aber wenn danach Schluss gewesen wäre, nach dem Emporenteil, hätte ich gesagt, ja geil. Es war richtig geil, also die Energie auch von den beiden. Ne? Das hört sich jetzt so blöd an, aber ich habe richtig mitgefiebert und habe richtig gemerkt, was da für eine Energie zwischen den beiden ist.
Das war so, das war magisch. Nee, ja, aber, fand ich auch. Und deswegen war ich so schockiert darüber, dass die Jury so kurz angebunden war. Ja, da können wir. Die Jury hat ja wirklich nur ganz kurz so, ja, war ganz gut, war nett. Und es hat mich schockiert, weil das war mein Lieblingstanz des Abends. Ich fand den auch, das war einer meiner Top-3-Tänze auch. Weil es hat, wie gesagt, es hat alles gestimmt. Das Lied hat gestimmt. Ich weiß, wurden die Lieder eigentlich vorgegeben? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das Lied hat gestimmt. Die Klamotten, das Licht, ganze Bühnenshow, also das ganze Bühnenbild, also Backdrop und Floordrop meine ich, ne? Und dann auch noch die Energie von den beiden. Das war ja alles auf den Punkt. Und da fand ich auch so, ja, war gut. Mhm, war schön. Wo ich auch so dachte, was? Also, habt ihr jetzt gerade hingeguckt oder habt ihr die beiden nicht gesehen, weil alles rot war und die beiden waren auch rot? Oder? Ich fand es auch ganz, ganz merkwürdig. Also es grenzt schon ein bisschen an respektlos. Ich fand's komisch. Wie gesagt, ich fand's halt ein Hammer, aber naja. Ja, und ich fand's halt für Adelina auch nicht schön, ne? Die reißt sich der echten Arsch auf, Angie auch. Und dann stehst du da und kriegst du so eine, ja, sowas Nichtssagendes, ne? Da hätte ich wahrscheinlich da gestanden und gedacht, ja, dann gib mir wenigstens Kritik oder weiß ich, sag, was ich scheiße gemacht habe, woran ich arbeiten kann. Aber damit ist ja, also man hat es den beiden auch angemerkt, so ein bisschen, ne? Dass sie so dachten, hä? Okay. Ja, das war's jetzt? Ja, aber für mich, Adeline hat sich in mein Herz getanzt und Angie ist da ja schon drinne. Ich finde den ja ganz toll. Und meine Top 3, unter den Top 3, die beiden bei mir. Für mich auch, ganz klar. Dann kommen wir zu Tanz 7. Valentin und Massimo, was zeigen die uns? Burning Symphony, eine Choreografie von zwei Komponisten quasi. Beethoven und Vivaldi sollten sie darstellen. Und im Prinzip geht es darum, dass zwei Komponisten die perfekte Symphonie finden wollen. Die Mats fand ich tatsächlich ganz schön. Muss ich sagen, haben so ein bisschen über ihre, also Valentin meinte so, ja, er hat immer zu Massimo aufgeguckt und es war immer ein Vorbild für ihn und dann haben sie so ein bisschen sich ausgetauscht über das Papa-Sein und haben über ihre Kinder gesprochen, das fand ich ganz süß und ich fand's ganz cool, die haben zwar über ihre Kinder gesprochen und auch Videos gezeigt von sich und ihrem Kind, aber die Kinder waren nicht zu sehen, also zu sehen schon, aber sie wären nicht wiedererkannt worden, ne? Also von Valentin, die Kleine, die ist ja nun noch ganz frisch, die war wirklich gar nicht zu sehen, nur so ein bisschen einmal irgendwie im Rücken, im Arm gehalten und auch von Massimo, der Sohn, lag quasi auf Massimo war klar zu erkennen und der Sohn aber nur so von hinten und das finde ich ganz gut, so von wegen Familieninfluencer und Kinder vor die Kamera ziehen und so. Das wollte ich lobend erwähnen. Ja, ich fand das Thema, hab ich so gedacht, okay, da gucken wir mal, wie er das umsetzt. Ich fand das Thema auch ganz cool. Ich war gespannt auf die Musik dann dazu. Die beiden haben auch noch so ein bisschen geredet darüber, dass es halt zwei Männer ist, gerade auch durch Let's Dance sehr normal geworden und es ist auch für die beiden überhaupt kein Thema mehr, haben sie gesagt. Beim Proben haben sie dann jetzt bin ich die Dame, jetzt bist du die Dame. Da kann man das, also daran habe ich halt gemerkt, dass es doch nicht so ganz normal ist für die beiden. Ich glaube, sie haben kein Problem damit, aber es ist nicht wirklich normal, so wie für Vadim, der halt einfach sagt, okay, du bist führend, ich bin folgend und so. Die Wortwahl macht's. Nein, ich glaube, es ist halt einfacher und bequemer zu sagen, so, du bist jetzt der Mann, ich bin die Frau. Ja. Ich glaube, dass Vadim dafür, und ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden irgendwie Gefühlsklötze sind oder so, ne? Aber ich glaube, bei Vadim ist es eine ganz andere Wahrnehmung, ein ganz anderes Verständnis dafür, das so auszudrücken. Und bei den beiden ist halt so, ne, du bist jetzt der Mann, ich die Frau, ist halt einfacher, was ich auch verstehen kann. Ich glaube, ich würde es jetzt gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass es also ich will das auch gar nicht überbewerten im Sinne von, sie haben damit ein Problem. Mhm. Es ist halt einfach, sie mussten ja auf nichts damit Rücksicht nehmen. Sie wissen, für die beiden ist es ganz normal, Mann und Frau zu sagen oder Dame, Herr zu sagen. Und es beleidigt keinen. Vadim hat halt mit einem schwulen Mann getanzt, wenn er den die ganze Zeit gesagt hätte, jetzt bist du die Frau, jetzt bist du. Nee, ne? So. Das macht halt mit einem Promi, der homosexuell ist, was anderes als mit einem Tänzer, der einfach sagt, ja, okay, ich tanze die Dame. Fertig. Ja, wie gesagt, ich glaube, Vadim ist da halt feinfühliger. Einfühlsamer und feinfühliger und wir lernen ja alle noch dazu. Und vielleicht, ja, in dem Zusammenhang muss ich sagen, ich finde es toll immer, wenn zwei Männer zusammen tanzen. Aber? Ich schön. Ja, aber ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass das zwei Frauen machen.
Oder dass es auch selbstverständlicher wird. Also warum waren in der Profi-Challenge jetzt nicht auch zwei Frauen, die getanzt haben? Letztes Jahr waren zwei Frauen. Nee, letztes Jahr waren aber auch Andrzej und Vadim. Ja, aber auch zwei Frauen. Christina und Isabel Edvardsson. Ah, okay. Gut, dann habe ich... Ja, aber... Es ist halt mittlerweile, gehört es zum guten Ton, ein Männerpaar zu machen, aber Frauenpaar ist noch nicht so normal. Ja, ist mir zu wenig repräsentativ. Und ich würde halt gerne, vielleicht nächstes Jahr auch gerne mal eine Frau haben, die mit einer Frau tanzt. Also eine Promi-Frau mit einer Promi-Profi-Tänzerin. Hatten wir auch schon, weiß ich, aber ist mir zu lange her. Naja, vielleicht gibt es einfach nicht so wirklich viele lesbische Frauen, die darauf Wert legen oder das machen. Ja, ja gut, wir hatten ja auch schon spule Männer, die mit Frauen getanzt haben, ne? Von daher. Ja, es war ja für Nikolas aus verständlichen Gründen sehr wichtig, aber ich meine, wir sind auch beide schwul. Ich würde auch mit einer Frau tanzen. Irritiert mich nicht in meiner Sexualität. Nee, mich auch nicht, aber ich könnte es dir gar nicht sagen. Ja, du willst mit einem Mann tanzen, um mit dem Mann zu tanzen. Nein, also wenn ich mir den Cast da jetzt, so wie der Cast dieses Jahr war, wenn ich da jetzt hätte mittanzen dürfen, hätte ich dir nicht sagen können, allein vom reinen Cast her, ob ich da mit einer Frau tanzen hätte wollen oder mit einem Mann, kann ich dir nicht sagen, weil ich ja auch die Profi-Frauen alle fantastisch finde. Eben. Und es beschneidet uns doch nicht in der Sexualität zu sagen, ich tanze jetzt mit einer Frau. Das macht mich nicht weniger oder mehr schwul oder was weiß ich was. Und deswegen, ich kann verstehen, dass Nikolas Puschmann das aus einem politischen Statement raus machen wollte. Ich kann das verstehen. Für mich wäre es halt nicht so wichtig, weil ich persönlich finde, es sollte halt einfach normal sein und ich kann auch mit einer Frau tanzen. So. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wisst ihr was, mir ist es egal. Überrascht. Ja. Naja, wollen wir vielleicht zur Choreo kommen von Massimo und Valentin? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ja, dadurch, sagen wir mal so, es war eine Choreo, mit der ich so nicht gerechnet habe. Ich habe halt viel an Vadim gedacht, was der so für Choreos gezaubert hat. Und das war jetzt was ganz anderes, finde ich. Das war nicht, es war trotzdem schön, fand ich. Wie soll ich sagen? Mach du mal erstmal weiter, vielleicht. Also ich fand es nicht schlecht und es war halt überhaupt nicht auf zwei Männer tanzen aufgrund ihrer Sexualität zusammen. Also es hatte es hatte nichts Erotisches oder so. Ja, das habe ich, glaube ich, gesucht. Und das fand ich auch total in Ordnung. Mir hat der Tanz nicht so extrem gut gefallen, aber nicht aufgrund dessen, dass es halt nicht sexuell war, sondern aufgrund dessen, dass ich fand, die beiden waren nicht so schön synchron zusammen. Also es passte für mich nicht gut zusammen, die beiden. Ich fand, es war sehr aggro zum Teil, gerade am Anfang, sehr stark, sehr maskulin alles. Es war mir... Das war ja auch gewollt. Ja, ich weiß, dass das gewollt war, aber es hat mir halt nicht so zugesagt. Ja, mir hatte auch einen Ticken... Mir waren die beiden zu unterschiedlich von ihren Bewegungen. Ja, mir hat ein Ticken Leidenschaft gefehlt. Also jetzt nicht, auch nicht im Sinne von Sexualität oder so, ne? Aber Hingabe. Ja, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Obwohl, wie gesagt, das ist jetzt aber auch wirklich Meckern auf hohem Niveau von uns, ne? Ja, das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber trotzdem fand ich es schön, gerade so, wenn sie zusammen getanzt haben, ne? Wenn auch der Wechsel von führende und folgende Person war. Ja, aber man hat gemerkt, die sind oft mit ihren Händen ins Tütteln gekommen. Sie hatten Probleme, die Hände richtig zu finden voneinander bei den Führungswechseln. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, auch schwierig in so kurzer Zeit, wenn du es sonst nicht machst, ne? Und wenn man wieder auf Vadim zurückkommen will, ich meine, der hatte ja mit Nikolas dann auch Woche für Woche für Woche, um das zu lernen, um das schön zu koordinieren, ne? Wie müssen wir uns jetzt anfassen? So müssen unsere Hände jetzt sein. Das ist natürlich für 4 Tage auch echt... Ich glaube, hätten die 3-4 Wochen Zeit gehabt, dann hätte das alles flüssiger und noch reibungsloser ausgesehen. Aber ich fand halt die Idee mal schön, dass es nicht um ein Liebespaar ging oder sonst, sondern es ging um zwei Komponisten, die versuchen, das perfekte Stück zu machen. Also die Geschichte fand ich halt mal schön, dass es nicht um... Ja, fand ich auch, absolut. Um dieses Gedöns ging. Ja, dass es keinen sexuellen Aspekt hatte, keinen amorösen Aspekt. Ja. Fand ich auch sehr gut. Die Jury hat Standing Ovation gegeben und war total begeistert. Mozzi sagt, es sei unschlagbar,
Jorge hat gesagt, es war perfekt. Herr Lambi hat nochmal betont, dass es ja egal ist, welche Geschlechter miteinander tanzen und dass die beiden auf jeden Fall in seine Top 3 kommen. Ja, und da möchte ich gerne mal Herrn Lambi loben, dass das für Herrn Lambi, und das ist wirklich eine Sache, die ich ihm zu 100% abnehme, dass es für Herrn Lambi wirklich egal ist. Zwei Frauen, Frau Mann, zwei Männer, alles was dazwischen ist, es ist ihm halt einfach egal. Ja, es geht ums Tanzen. Wenn er einen schönen Tanz sieht, dann ist ihm egal, wer ihn tanzt. Und das finde ich immer, das erwartet man immer so gar nicht von ihm, ne? Aber das finde ich immer sehr schön, dass er das immer nochmal betont. Und das ist wirklich eine Sache, die ich ihm wirklich abnehme. Und ja, das mag ich sehr an ihm, diese Seite, diese Scheißegal-Haltung. Hauptsache, ich kriege hier einen Tanz geboten als Wertungsrichter. Wie mit wem auch immer, Hauptsache tanzen. Finde ich sehr groß, sehr, sehr groß von ihm. Wollen wir zum 8. Tanzpaar kommen? Yay, bitte, auf das habe ich mich so gefreut. Katrin und Mika. Ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, wie geil ist das denn bitte? Pulse of Passion hieß die Choreo. Ja, und ich habe immer die ersten drei Male, wo sie es gesagt hat, immer Pearls of Passion verstanden. Ja, es geht um Tanzen und unsere Impulse. Da habe ich so gedacht, Perlen? Aber gut, Pulse, also Puls of Passion. Puls der... Ja. Okay, möchtest du was zur Matz sagen? Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut, dass die beiden, ich mag Katrin unheimlich gerne und Mika, so kurz er auch dabei war, dem verfolge ich ja nur auch so ein bisschen auf Instagram, auch das mit Maria, was er gemacht hat. Toller Tänzer, aber da sage ich gleich noch was dazu. Und das ist jetzt, was ich jetzt sage, ist wirklich nicht böse gemeint. Ne? Also ich sage das wirklich im allerbesten Besten. Ich finde es so schön, dass junger Tanzprofi auf alten Tanzprofi trifft. Und ich will damit nicht sagen, dass Katrin alt ist, aber so, was jetzt das Showbusiness angeht, Fernsehen, dass Mika als Unerfahrener auf die erfahrene Katrin trifft. Das finde ich so toll, das fand ich so schön mit anzusehen, wie die beiden zusammengefunden haben. Fand ich großartig. Ich hätte gerne noch 5 Minuten mehr Matzen gesehen von den beiden. Ja, ich fand, es war halt sehr, sehr klar, dass Mika der Neuling ist und Katrin seine Lehrerin. Sie hat ihm nochmal gesagt, gezeigt, so macht man das bei Let's Dance. So solltest du dich verkaufen. Ja, was gut ist, was ich richtig toll fand. Ja, aber man hätte es vielleicht ein bisschen subtiler machen können. Also es war ja dann auch während der Live-Show, wenn er was sagen wollte, so dieses, ja, und jetzt bedanken wir uns und gehen wieder nach hinten zu Vicky. Ja, das würde ich, da sage ich gleich noch was dazu, das habe ich mir aber auch aufgeschrieben. Das war gut, dass sie das gemacht hat, aber erkläre ich gleich. Auf jeden Fall, diese Paarung fand ich toll und ja, weißt du, was hast du noch so zu Mats zu sagen? Ich habe tatsächlich nicht mehr zur Mats aufgeschrieben. Also das Konzept, was sie vorgestellt haben, dass sie in diesem pulsierenden Ring aus Licht tanzen, fand ich spannend. Ja, das gehört für mich schon zum Tanz. Ja, wurde anders umgesetzt, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte wirklich von oben so ein Lichtkegel. Mhm, dachte ich auch. Ja, aber das war jetzt doch noch ein bisschen geiler, was da gemacht wurde. Ja, zum Tanz, erzähl mal. Pulse of Passion mit Rumba-Elementen, Tango, Samba, Paso. Und sie waren die ganze Zeit in diesem Ring in der Mitte, in diesem Lichtring. Also Ring aus LED-Stäben. Ja, sie haben angefangen, aber auf der Empore. Stimmt. Ja, stimmt. Und ich fand es war eine sehr, sehr gute Choreo. Ich fand das krass, wie viele kleine Details nochmal in die Musik reingeflossen sind von beiden Seiten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Katrin die Choreo größtenteils gemacht hat und Mika aber das so fantastisch ausgeführt hat und so viel Stärke anscheinend hat. Das waren extrem lange Hebungen, die der gehoben hat. Und Katrin nochmal hier rum und darum, aber permanent auf seinen Arm oben irgendwie. Der muss so viel Kraft haben und der sieht halt gar nicht aus wie so ein, also ja, natürlich ist der Muskel bepackt und durchtrainiert, klar, aber halt eher athletisch und nicht so extrem stark. Ja, Katrin wird sicherlich durch ihre Körperspannung einiges helfen bei den Hebungen, aber trotzdem. Und ich habe Mika jetzt ja das erste Mal so wirklich tanzen sehen und ich fand, der tanzt unglaublich schön. Also beide zusammen, so super synchron, so schöne Körperlinien. Ich war echt begeistert von Mika. Also diesen Lichtring fand ich fantastisch, dass sie sich darauf beschränkt haben. Das Lied,
den Song, hast du es erkannt? Es war ein Classic-Remix von In The Club von 50 Cent. Ja, habe ich erkannt. Es war großartig. Und bei Mika habe ich das Gleiche wie bei Yevgeny. Ne? Der sieht so stark, wenn der tanzt. Und das sieht so schön aus bei dem, weil der auch austanzt. Wie Yevgeny und auch wie Gabriel. Ne? Wenn der die Hand ausfährt, dann ist die bis in den kleinen Finger draußen. Und ich fand, er war ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber der hat auch mit Katrin eine so erfahrene und so starke Frau an seiner Seite gehabt, dass auch er glänzen konnte. Also Katrin hat geglänzt, aber Katrin hat ihn auch glänzen lassen. Ne? Also Katrin war jetzt nicht so, ich bin jetzt hier und jetzt mach mal und ich will gesehen werden, sondern Katrin hat genau die richtige Portion gehabt und hat ihm auch die richtige Portion gegeben, um zu glänzen. Das fand ich so toll. Das war ein starkes Paar und das war genau so, wie ich es mir gewünscht habe, das zu sehen. Also ich möchte Mika auch nächstes Jahr wiedersehen. Ich finde den unheimlich talentiert. Ja, der sieht halt einfach schön aus beim Tanzen. Das ist ein Mann, der schön tanzen kann. Ja, das finde ich auch. Also toll. Und ja, das Juryurteil? Ja, das war ein bisschen mau. Fand ich auch. Also habe ich auch so gedacht, was ist bei euch los? Also Jorge hat eigentlich nur gesagt, ja, ich fand es ganz cool und sehr modern. Herr Lambi hat gesagt, so, es war ganz schön viel los bei euch. Und mach mal dein Pony aus dem Gesicht, ich erkenne dich ja gar nicht. Was ich echt frech fand. Ja, war jetzt auch schwer zu erraten, wer jetzt da vor ihm steht. Also. Ja, und Mozis Kritik konnte ich verstehen. Und sie hat gesagt, sie waren ja die ganze Zeit, also die größten Teil in ihrem Circle und das war ja auch so gewollt und so choreografiert. Dadurch hatte sie das Gefühl, sie waren so in ihrer Bubble drin und haben gar nicht nach außen wahrgenommen und gestrahlt. Ich habe es nicht so empfunden, aber ich kann mir vorstellen, was das live vielleicht ausgelöst hat. Ja, okay, ist im Fernsehen natürlich anders rübergekommen, ne? Weil wir immer den Blick... Wir waren ja im Kreis mit der Kamera quasi. Ich wollte das sagen, wir waren ja in dieser Bubble mit drin. Ja, dann fing Mika an, dass er das... Katrin hatte sich verheddert. Genau, in ihrem Kleid, wie Malika letzte Woche, hat dann während einer Hebung, hat sie das Kleid dann aus dem Haken rausgefummelt. Mika wollte ja eigentlich, dass das der Tanz seines Lebens wird. Daniel hat ihn dann gefragt und er war so ein bisschen, wollte er noch was sagen? Und da war gut, dass Katrin ihn unterbrochen hat, weil er war so ein bisschen in so einer Abwärtsspirale, so, ne, so ein Scheiß, so ungefähr, ne, so ein Scheiß, nicht so geklappt, wie wir es wollten. Und ich fand gut, dass Katrin da dann reingegangen ist, weil, und auch gleich wieder mit aufbauen, nein, das hast du toll gemacht, das ist gut gelaufen. Und dass sie ihm da gleich wieder versucht hat, so rauszuziehen. Deswegen fand ich es gut, dass sie ihm da eigentlich das Wort abgeschnitten hat, weil das muss er nicht. Also ja, das hat jetzt nicht geklappt da, weil sich ihr Kleid verfangen hat und vielleicht waren da auch zwei, drei Sachen bei, die wir nicht gesehen haben. Aber der muss sich da nicht kleinreden. Das war großartig, was da gezeigt wurde. Und deswegen fand ich gut, dass Katrin dazwischen gegangen ist. Das war mein Empfinden. Ja, dass sie nicht zulassen wollte, mach dich jetzt bitte nicht fertig. Das war toll. Ich will das auch gar nicht Katrin ankreiden, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Mika so ein bisschen Let's Dance Nachhilfe bekommen hat. So macht man das im Fernsehen. Ne? Man sagt nicht zu viel und man macht mal die Haare aus dem Gesicht und Choreos ja, macht man so. Und ich glaube, das war von keinem wirklich böse gemeint. Vielleicht ist ja auch hinter den Kulissen, dass er so ein bisschen enttäuscht war, dass er sofort rausgeflogen ist. Und wissen wir ja nicht. Ich glaube, das war alles nett gemeint, aber es war für mich schon sehr auffällig, dass er so ein bisschen Nachhilfe bekommen hat. Ja, okay, das habe ich ein bisschen... Ja, ist ja auch in Ordnung. Auf jeden Fall auch sind die beiden auch in meinen Top 3 drin. Ich fand es eins mit der stärksten Tänzer an dem Abend. Bei mir sind sie nicht mit in der Top 3. Schande über dich. Schande, Schande. Kleine. Kommen wir zum letzten Tanzpaar. Patricia und Alexandru. Die Ionels. So, und da haben wir uns natürlich schon gewundert, was ist da los? Weil eigentlich sollte ja Paul mit. Ja, eigentlich sollte ja Paul mit Patricia tanzen. Das war bei Eckart und Paul schon in einer Matz zu sehen, dass ein bisschen telefoniert wurde, damit Patricia und Alexandru zusammen tanzen können. Wo ich auch erst gedacht habe, okay, das finde ich merkwürdig. Die Erklärung allerdings hat so viel Sinn gemacht, dass ich das nicht mehr in Frage gestellt habe, warum die das so gemacht haben. Das hat einfach Sinn gemacht. Ja, hat es.
Sie haben halt gesagt, dass die beiden beschlossen hatten oder fragen wollten, also dass die Produktion beschlossen hatte, es wäre besser, wenn Alexandru mit Patricia tanzt, damit quasi der Ehemann besser weiß, wie er sie handeln kann und wie er auf sie aufpasst und sie schützt. Die beiden haben gefragt. Die beiden haben die Produktion gefragt, ob die das nicht so machen können. Ja, ich glaube, es ging da mehr um den Reveal am Ende, als um das, was uns dann gesagt hat. Aber die Argumentation war gut und schlüssig. Fand ich sehr sinnvoll, ja. Und ja. Das ist ja auch richtig, ne? Ist ja auch völlig richtig so, weil stell dir mal vor, da wäre jetzt doch irgendwie was passiert oder so im Training. Und ja, aber schön, auch die beiden mal wieder tanzen zu sehen. Und trainieren zu sehen, wie die so. Und oh, ich wusste nicht, dass Patricia so lustig sein kann. Ja, die waren also, echt beide sehr lustig. Weiß nicht, ob das der Alexandru ist ja eh eine Rampensau, aber dass Patricia auch so ein bisschen quirky sein kann, richtig gut. Mochte die ja eh von Anfang an, aber das hat sie mir auch nochmal wieder näher gebracht. Also, großartig. Ja, man hat einfach, das war mir nie so bewusst, dass sie auch über sich selber lachen kann, dass sie sich selber nicht so ernst nimmt, weil sie doch ja immer sehr ladylike und adrett und, ne, und ja, ich glaube, dass sie über sich lachen kann. Ich glaube, für die beiden war das auch wirklich einfach kein Wettbewerb gerade. Die wollten diesen Moment nochmal zusammen haben mit dem Geschlechter-Reveal, wenn wir das schon mal jetzt preisgeben wollen. Gibt das Preis. Am Ende der Choreo wurde dann halt revealed, welches Geschlecht das Kind hat. Das wussten die beiden nicht. Genau, das wussten die beiden halt auch selber nicht. Und ich glaube, es ging einfach um den Moment. Und sie haben halt auch, denke ich, gesagt, sie wollen damit dann auch gar nicht wirklich in Konkurrenz zu den anderen treten oder so. Es sollte einfach noch ein schöner gemeinsamer Familien-Let's Dance-Moment sein. Und das dann halt auch der Öffentlichkeit preisgeben. Ich glaube, sie haben einfach diesen Wettbewerb als nicht mehr als Wettbewerb so ernst genommen, sondern wollten einen schönen Moment. Und das hat man halt auch in deren Training und im Tanz. Und dadurch war es einfach locker und druckfrei. Ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, für ein oder zwei Jahre so ein kleiner Abschied mit einer schönen Show nochmal. Und die Mats fand ich auch zuckersüß. Die haben beide ihre Geschichte als Paar erzählt. Dass sie jetzt ja Eltern werden zum zweiten Mal und wie sie sich kennengelernt haben und dass es so ein bisschen, dass Patricia ihn so ein bisschen auf Abstand gehalten hat, um erstmal zu prüfen, ob es auch der Richtige ist und so. Und das war echt süß und die beiden waren auch so emotional und das war echt schön. Ja, und haben die sich auch verdient, finde ich, diesen Moment da festzuhalten. Ja, die haben sich das aber auch ja bei Let's Dance auch erkämpft, ne? Das darf man nicht, genau. Wir sind beide nicht unbedingt super gut angekommen, anfangs. Doch, Alexandru war ja schon beliebt, aber ist halt immer nicht weit gekommen. Und jetzt mit Sophia natürlich hat er nochmal einen Riesensprung gemacht und ich meine, Patricia hat ja in ihrer ersten Staffel mit Simon schon gezeigt, was sie kann. Wollen mal einen draufgelegt. Ja, sie stand aber auch oft in der Kritik. Miss Perfect und nur Beauty und stellt sich selber mehr in den Fokus als ihren Partner und die stand schon oft in der Kritik und ich fand es jetzt schön, dass man die beiden als Paar mal von der anderen Seite nochmal kennengelernt hat. Ja. Die Choreo hieß übrigens ein magischer Traum und ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben tatsächlich. Man merkt deren Liebe zueinander und deren Vertrautheit miteinander halt als Liebespaar, als Ehepaar. Die waren so schön zusammen. Ja. Und tanzen so toll. Ja, das war auch alles, ja, wenn Patricia tanzt, sieht es ja auch immer alles so leicht aus, ne? Ja. Patricia lässt ja tanzen leicht aussehen. Ja, es war schön. Es war wirklich richtig, richtig schön. Über Alexandrus Outfit lässt sich streiten. Naja, so schlimm fand ich das jetzt nicht. Ja, dieses Perlenoberteil, fand ich schon nicht so schön gut, aber... Sie waren halt beide im traumhaften Weiß. Auf Wolke 7 sind sie rumgeschwebt, haben, ich schätze, auch alte Elemente aus ihren alten Choreos nochmal zusammengeschnitten. Aber es war einfach sehr schön. Und dann wurde ja das Geschlecht revealed. It's a boy. It's a boy. And a girl. Ja, die beiden bekommen Zwillinge. Ja, einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen. Und ich hatte mich tatsächlich schon gewundert, weil so weit kann sie ja noch nicht sein, schwangerschaftstechnisch. Es ist ein paar Wochen. Und das, ich dachte, was hat die denn schon für einen Bauch? Ja, sie hat Zwillinge da drin. Ja. Nee, also und wie gesagt, den Tanz nochmal. Also wirklich schöne, jetzt nicht leichte Choreo im Sinne von
leichte Choreo, sondern es hat alles so schön leicht ausgesehen. Eine leichte Choreo, ne? Leicht und fluffig ausgesehen und war sehr schön. Und ich meine, die beiden haben ja auch schon, sind ja, was weiß ich, was für Meister, kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Eben. Also, die wissen, was sie da tun. Und herzlichen Glückwunsch, alles Gute euch beiden und toll. Tolles Tanzpaar. Ja, es sind dann natürlich alle zu den beiden auf die Bühne gestürmt oder auf die Tanzfläche. Patricia hat geheult ohne Ende. Vor Glück, endlich eine Tochter und Zwillinge. Ja, und man sieht ja immer auch so, oder man hat heute auch, und da hat man es, finde ich, besonders gesehen, man hat ja heute schon oben bei Vicky immer gesehen, wie sehr sie füreinander alle, ne? Auch bei den Voting-Anrufen hat ja nicht wirklich jemand gesagt, ruft für mich an, sondern hat immer gesagt, Mensch Leute, ja, könnt gerne für uns anrufen, aber wir sind alle toll, ne? Also es hat hier jeder verdient und tolle Show. Und in dem Moment, wo alle zu Patricia runter sind, hat man auch nochmal gesehen, was das für eine große Einheit ist, ne? Und das kann nicht alles gespielt gewesen sein. Also ich glaube schon, dass das Let's Dance vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass halt nicht dieser Konkurrenzkampf herrscht, weil ich glaube, in den Wettbewerben ist es schon so, dass da große Konkurrenz ist, aber dass man doch merkt, nee, wir sind doch alle in einer Bubble, lasst uns doch, ja, gegeneinander tanzen, aber lasst uns doch trotzdem irgendwie, das ist jetzt so blöd, dann so Freunde werden oder lasst uns doch verstehen, weißt du? Ja, die Jury hat natürlich auch mitgefiebert. Es wurde gesagt, sie haben auch ganz schön getanzt. Aber Hauptsache, Mama und Kinder sind gesund, passt auf euch auf. Schöne Worte. Ja, und wie du schon sagst, ich glaube auch nicht, dass sie es gemacht haben, um zu gewinnen, sondern einfach nur, um einen schönen Moment nochmal zu haben. Ja, es ging um was anderes diesmal. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja, das war Teil 1. Ja, dann kommen wir jetzt zu Teil 2 der Show. Und zwar dem Quick Dance Battle. Und auch da hatte ich vorher schon gelesen, Teil 2 besteht daraus, dass alle zum selben Lied tanzen. Und da habe ich ja schon befürchtet, jetzt hören wir 9-mal das gleiche Lied und sehen 9-mal zu diesem Lied eine 3-Minuten Choreo. Ganz so schlimm war es nicht. Nee. Es gab ein Lied, Michael Bublé mit Spicy Margarita. Ja, Michael Bublé und Jason Derulo. Ach stimmt, habe ich vergessen. Und ich weiß gar nicht, wie lange, 90 Sekunden? Nein, das waren vielleicht 30 Sekunden pro Paar. So wenig. Ja, höchstens 60. Es war wirklich nur kurz. Ja, was soll, also es ist schwierig, da jetzt was zu sagen. Ich kann nur sagen, ich kann das Lied nicht mehr hören, obwohl ich Michael Bublé sehr liebe, aber das war jetzt 9-mal hintereinander. Wow. Es war halt immer der gleiche Anfang, ne? Also es hat jedes Paar, ich weiß nicht, wie lange es war, ich hätte mal stoppen sollen, die Zeit oder so. Aber es war wirklich nur ein kurzer Anfang. Ja, ich glaube, dann war es eine Minute, weil der dritte Teil war ja 1,30. Also ja, kann vielleicht sein. Auch 45 Sekunden. Und dann wurde es halt wieder auf den Anfang gesetzt, damit halt wirklich alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ich fand's gut, tatsächlich. Ich mochte das. Ich fand's auch gut. Mit dem Hintergrund, dass es ja bei Turnieren, das wird ja oft genug gesagt, und das haben die Profis ja auch gesagt, alle, Mensch, das hatte mal wieder so einen Turniercharakter, ne? Ja, so Dance-Off, ne? Ja, dann hat sich's im Nachhinein auch bei mir in meinem kleinen Hirn erschlossen, okay, das war für die dann ja gar nicht so schlimm, für die Profis, weil die kennt's ja anscheinend so. Für mich als Zuschauer war es halt sehr ungewohnt, 9-mal das gleiche Lied zu hören und war auch ein bisschen anstrengend. Und ich habe auch gar nicht so viel aufgeschrieben, weil jeder für sich hat da was Eigenes getanzt, wo man jetzt gar nicht so viel zu sagen kann. Ich kann dir nur mal eben sagen, dass ich Malika, Fabian, Ekat und Paul und Katrin und Mika sehr geil fand. Wenn wir es mal so abkürzen wollen, weil jetzt zu jedem Tanzpaar was zu sagen ist, glaube ich. Ja, ich gucke gerade. 3 Stunden Podcasten heute. Ich fand Ekat und Paul, Anastasia und Yevgeni, die fand ich am besten. Vielleicht können wir zu unseren Top 3 kurz was sagen. Ich mach's mal ganz schnell, weil Malika und Fabian zum Beispiel fand ich schön schnell und zackig. Das hat mir total gut gefallen. Mhm. Bei Ekat und Paul fand ich toll, dass sie, also die haben ja nahezu jeden Winkel auf der Tanzfläche sauber gemacht, weil sie sind ja in jede Ecke gekrochen. Das hat mich total begeistert. Ich fand sie auch mega schnell und das war ganz anders als die anderen Paare, fand ich. Und Yevgeni und Anastasia fand ich super kraftvoll. Das war, hatte sowas von, also es war halt wirklich so schon fast so sexmäßig und sehr dominant und schnell und ach ja, fand ich echt gut. Ja, bei Katrin und Mika fand ich halt die Chemie bei den beiden total schön und das
dass Mika auch nochmal ein Stück freier jetzt war. Wahrscheinlich, weil das auch so ein bisschen mehr sein Element war als der Showtanz. Fand ich auf jeden Fall sehr gut, die drei Paare. Haben mir am besten gefallen. Bei Katrin und Mika hatte ich habe ich aufgeschrieben, es ging wirklich ums Tanzen. Ne, das war nicht Show, die haben einfach getanzt. Und sie haben Bachata sogar am Anfang mit eingebaut. Was einer von den, wir haben doch immer diese eine Show, wo diese drei Stile gegeneinander sind. Und da war eine Zeit lang Bachata immer mit drin. Mag sein, dass die es getanzt haben. Ich habe nur dazwischen ich habe nur dazu noch aufgeschrieben, dass ich mir quasi dieses Quick Dance Battle, das könnte ich mir halt vorstellen, okay, dann kann es nicht immer das gleiche Lied sein, aber das als Impro fände ich geil. Dass im Prinzip ein Medley geschnitten wird, mit immer kurzen Transitions, wo dann das nächste Paar aufgerufen wird. Ja gut, aber dann können sie ja vorher üben, weißt du? Ja, wenn sie es kriegen. Ach so. Man kann ja einfach sagen, okay, jetzt kommt zum Impro-Dance und dann fängt halt einfach die Musik an, so wie bei den Swing-Meisterschaften und dann müssen sie tanzen. Das fände ich halt echt cool, anstatt des Quick-Dance-Battles. Aber wird nicht passieren. Du meinst Impro-Dance even nochmal extrem? Nee, anstatt diesem Quick-Dance-Battle, den wir jetzt hatten. Du meinst die Profi-Challenge, du meinst nicht die Show. Ich meine genau das, worüber wir gerade eben geredet haben. Den Quick-Dance-Battle. Ja. Und da, anstatt dem Quick-Dance-Battle in der Profi-Challenge, halt ein Swing, meist Swing-Wettbewerb, wo improvisiert wird. Kommt so ganz langsam bei mir an, aber ja. Du weißt nicht, was ja. Ich weiß nicht, wie ich es genauer sagen soll, mal Miranda zu zitieren. Es kommt in 1-Cent-Stücken an, das 10-Cent-Stück. Ja, das war Teil 2 ganz kurz, weil, wie gesagt, es ist unmöglich, jetzt da jedes Paar irgendwie nochmal richtig herauszuheben. Also es ist schwierig. Und nach dem zweiten Teil wurden dann schon die drei Top-Paare fest. Ja. Aber bevor wir die sagen, wer waren denn deine drei Top-Paare? Meine drei Top-Paare waren Jevgeny und Anastasia, Jolt und Marta und Adeline und Andrzej. Ja, bei mir waren es. Obwohl ich E-Cat und Paul auch, also ich habe geschwankt zwischen E-Cat und Paul und Jolt und Marta. Da war ich mir nicht sicher. Ja, also erstmal muss ich sagen, waren die Leistungen alle mega. Alle von allen. Sich auf 3 zu beschränken, ist schon echt schwierig gewesen. Aber ich fand Katrin und Mika großartig, Malika und Fabian und Adeline und Andrzej. Aber auch Ekat, Paul, Anastasia, Jevgeny fand ich auch total gut. Also es war wirklich schwierig, es waren Nuancen in den Gefühlen, die sich mir aufgetan haben, wo ich dann sagte, okay. Ja. Die drei Paare fand ich wirklich, wirklich top. Also ja. Nichtsdestotrotz, die drei, die jetzt dann letztendlich nochmal in den Dance-Off dürfen, sind Anastasia und Jevgeny, Ekat und Paul und Massimo und Valentin. Vom Publikum übrigens bestimmt. Vom Publikum gewählt. Die Jury hat ja keine Punkte gegeben. Mhm. Was tanzen, was zeigen die uns denn im Dance-Off? Da gibt es auch ein Lied für die alle und dazu tanzen sie 1,5 Minuten eine vorher geübte Choreo. Ich weiß das Lied gerade nicht. Das war ein langsames Lied. ich kannte es, aber ich komme nicht drauf. Ich kannte es auch, aber mir ist es gerade auch voll entfallen. Ja, ist ja nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz die nacheinander durch, oder? Ja, als erstes getanzt haben Ekat und Paul. Ekat und Paul haben drin gehabt in den 1,5 Minuten Contemporary, Paso und Walzer auf jeden Fall. Ich fand es sehr energetisch und kraftvoll. Leider war der Anfang, sah für mich unsynchron aus. Mhm. Kann sein, dass es so geplant war, aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht synchron. Deswegen habe ich es dann aufgeschrieben. Um es mal kurz zu halten, ich fand es schön. War es auch. Ich fand es schön und habe da nochmal gemerkt, dass ich die beiden, ich finde, das ist ein schönes Tanzpaar. Ja. Also die passen sehr gut zusammen und Herr Lambi hat es ja auch gesagt, es war sehr schön, die beiden wieder zusammen tanzen zu sehen. Mhm. Und ich glaube, ich werde, wenn ich Zeit habe, in der nächsten Zeit wirklich mal auf YouTube gucken, wenn es da schon Aufnahmen gab, was die so getanzt haben. Es ist ein schönes Tanzpaar und die haben schön getanzt. Also ja. Fand ich sehr schön. Als nächstes haben dann Anastasia und Jevgeny getanzt und die hatten Rumba, Contemporary, Walzer und Samba mit drin. Ja, musst du dir mal vorstellen, ne? In 1,5 Minuten.
Ja, ich fand es sehr, sehr sinnlich zwischen den beiden, gerade am Anfang. Ja, aber mit einer gewissen Härte und Kraft, fand ich. Also es ja, war so Verzweiflung. Ja, es war richtig geil. Ja, ich fand es auch mega gut. Und sie hatten eine so krasse Hebung da drin. Ich kann die Hebung jetzt nicht beschreiben, aber es war echt, ich fand es mega, mega gut. Und zum Schluss das dritte Paar. Achso, Entschuldigung, wolltest du noch was dazu sagen? Wahrscheinlich. Nee, fand auch, also ja, hast du alles schon gesagt und ich habe mit reingeworfen. Ja, können wir so stehen lassen. Als drittes Paar haben dann... Achso. Oh. Was ich nur noch sagen wollte, es freut mich für Anastasia als Neue und für Yevgeny als jemand, der jetzt schon 1-2 Jahre nicht mehr dabei war, freut es mich, dass die gesehen worden sind und dass die unter die Top 3 gekommen sind. Dass die überzeugen konnten, obwohl die, ja, Anastasia war jetzt dabei, Yevgeny war lange nicht präsent, dass es doch dann gesehen wurde, was für einen tollen Tanz sie hatten, ne? Für 2 tolle Tänze und dann jetzt dann sozusagen in Anführungszeichen im Finale stehen. Das fand ich sehr schön. Ja, kann ich voll verstehen. So, und jetzt darfst du zu Massimo und Valentin kommen. Als drittes Paar kam dann Massimo und Valentin. Die hatten, also ich habe nur erkannt Contemporary und Walzer. Weiß nicht, ob du da noch mehr gesehen hast. Ich habe darauf geachtet, ob Valentin mit seinen Schuhen auf Massimos nackten Füßen rumspringt. Ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass da noch ein Krankenwagen kommen muss. Nee, hab ich nicht so drauf geachtet, was da getanzt wurde, hat mich aber auch nicht so abgeholt. Ich fand es, was ich bei den beiden schön fand, ich fand es sehr flüssig. Es wirkte sehr in einem weg, aber das lag für mich daran, dass sie halt hauptsächlich Walzer getanzt haben. Also der Anfang war Contemporary und dann kam sehr viel Walzer-Elemente, die halt sehr flüssig ineinander übergingen und so. Und sie können ja toll tanzen. Und ich war auch verwundert darüber, dass Valentin Schuhe anhatte. Ich fand das irgendwie befremdlich, dass einer barfuß, einer Schuhe, Ballettschläppchen, ich weiß nicht, ich war irgendwie irritiert. Ja, aber auch, ne, auch hier wieder meckern auf hohem Niveau. Absolut. Es war trotzdem toll, ne? Aber es hat mich nicht so gecatcht wie die anderen beiden Paare. Gut. Wer wäre bei diesen dreien jetzt dein Gewinner gewesen? Anastasia und Yevgeny. Ja, für mich auch. Ganz klar. Fand ich auch mit den beiden Tänzen davor, war das jetzt nochmal ein richtig hochwertiger Abschluss, den die beiden da gezeigt haben. Für diese kurze Zeit, die sie Zeit hatten, da Vertrauen aufzubauen, pipapo, habe ich ja schon gesagt, fand ich, die beiden von den drei Paaren hätten das Ding für mich gewinnen können. Ja. Es hätten alle drei. Alle drei waren gut, aber... Aber die beiden fand ich wirklich speziell heute Abend. Ja, ging mir auch so. Wer hat denn den dritten Platz gemacht? E-Cat und Paul haben den dritten Platz gemacht. Wären auch... Ach nee, ich habe geschätzt. Weiß ich gar nicht, ob ich sie auf dem zweiten oder dritten gesehen hatte. Ich hätte sie auf den zweiten gesetzt. Bei den dreien halt, ne? Nee, hätte ich mich nicht entscheiden können. Dann auch, wie gesagt, in Anbetracht des ganzen Abends, ne? Also... Ja. Auf dem zweiten Platz waren Anastasia und Yevgeny und damit sind die Gewinner Massimo und Valentin. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und um es mal ehrlich zu sagen, es hätte jedes Paar verdient, weil ja. Es war wirklich von jedem Paar, die da heute Abend getanzt haben, eine unfassbar schöne Show, die heute jedes Tanzpaar da gemacht hat. Und ich hätte gerne auch noch die Dance-Offs von den anderen Tanzpaaren gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Und das ist jetzt, ich hoffe, das ist irgendwo im Internet zu finden, was die getanzt hätten. Ja, auf jeden Fall alles in allem eine tolle Show, mal wieder. Ja, das heißt ja, dass die beiden für die 25er-Staffel dann das Opening choreografieren dürfen. Ob sie beide dann mittanzen, das können wir nicht sagen, das wissen wir nicht. Heißt es ja nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nee. Ja, würde mich aber freuen, wenn wir sie da wieder sehen. Ja, gut, Leute, das war's mit Let's Dance 2024. Das war's. Und damit war's das auch mit Sesselwisser 2024. Ich wollte gerade sagen, aber für dieses Jahr. Wenn wir ihr uns denn wieder hören wollt. Wir werden uns ja dann wahrscheinlich... Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auf jeden Fall wieder den Podcast machen. Bin ich mir zu 100% sicher. Es sind ja nur noch 9 Monate. Stimmt. Nach Let's Dance ist vor Let's Dance. Genau. Nochmal danke an alle, die uns
oder an alle, die sich das hier angetan haben, sich jede Woche unser Gesabbel anzuhören. Ist nicht selbstverständlich. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Und sag du auch mal was. Ich wollte dir nicht wieder ins Wort fallen. Ne, mach ruhig. Alles ich gut. Sehr schön. Ich fand es eine sehr schöne Erfahrung. Ich fand, das war mal was Neues. Für uns auch. Ich hoffe, wir sind niemandem zu sehr auf den Stips getreten. Ich hoffe, ihr hattet eine genauso schöne Zeit wie wir. Und dass wir uns dann nächstes Jahr wieder hören. Und somit tauchen wir jetzt U-Boot-mäßig ab und sagen, bis in 9 Monaten. Oder bis in ein paar Wochen, wenn wir unseren neuen Podcast starten wollen, zur Überbrückung. Also wenn ihr Bock habt und ein bisschen Pokémon begeistert seid oder einfach nur uns wieder hören wollt, in ein paar Wochen starten wir einen anderen Podcast, einen Pokémon-Podcast, in dem wir die Pokémon-Folgen gucken und kommentieren. Vielleicht hört man sich dann ja. Und wie wird der heißen? Du kannst es jetzt hier nicht... Der wird heißen Sofensa. Genau. Also, vielleicht bis dann. Tanzt weiter 9 Monate schön durchs Leben. Habt euch lieb. Ciao, ciao. Bis demnächst.